Ein Wolf, ein Grieche und der Hesse treffen sich auf eine Tasse T-Virus und reden über Resident Evil. Die Filme, die Spiele und alles drumherum. Jetzt bei Kino Plus Spezial. Hallo zu dieser wundervollen, niegelnagelneuen und ausgefallenen Spezialausgabe von Kino Plus. Heute mit Wolf. Hallo, ich bin sehr froh, wieder hier sein zu dürfen. Und bei das hat einen guten, Kino Plus. Sehr, sehr guten Grund. Und mit Gregor. Endlich und auch das hat einen sehr, sehr guten Grund, denn diese beiden Herren, mit denen habe ich schon sehr oft. Was kommt jetzt? Ja. Was hast du mit uns? Über Horrorfilme geredet. Ach so. Ja, stimmt. Danach. Danach. Bei der Zigarette danach. Genau. Bei der Zigarette danach haben wir schon sehr oft über Horrorfilme geredet und über natürlich die Dinge, die uns gefallen und die uns nicht so gefallen, die uns irgendwie zu anderen Dingen verleiten oder eben von anderen Dingen fernhalten und so weiter und so fort. Und jetzt mochte es der Zufall, dass Capcom uns angesprochen hat und hat gefragt, ey, habt ihr nicht Bock, eine kleine Kooperation mit Kino Plus zu machen zu Resident Evil 8? Und da haben wir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Denn so einfach ist das hier. Ja, genau. Weil Gregor hat gesagt, ey, in Resident Evil 8, Village heißt es? Village, ja. Ja, stecken eine ganze Menge Anspielungen auf Filme, die wir alle so kennen, die wir alle so mögen, die man mal mehr oder mal weniger gut irgendwie darin eingebettet und verarbeitet hat. Und wir haben uns gedacht, ja, geil, dann komm, dann gucken wir uns doch mal eben Teil 8 an, aber nicht nur Teil 8, sondern auch Teil 7, weil Teil 7 ja wohl schon so eine Art radikalen Schnitt bei Resident Evil der Spielreihe bedeutet, oder? Höre ich hier so aus dem Subtext raus, dass du es nicht gespielt hast? Ich habe es nicht gespielt. Okay. Ja, das als kleiner Disclaimer vorweg, ich habe es nicht gespielt. Spar dir für die Rente auf. Ne? Ich spare mir so viel für die Rente auf. Dann merke ich das ganze DVD. Das ganze Leben spare ich für die Rente auf. Das ist ja alles Bullshit. Also, ich muss jetzt noch so, warte mal, bei dem einen sind es jetzt noch so ein paar Jahre, aber der anderen sind es noch mindestens 14. Ja, also ne, so ab 14 Jahren kann man damit vielleicht rechnen. Ja, das passt doch. Ja. 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 Wir haben gesagt, also nur wenn, für meinen Laienverstand, war Resident Evil 7 schon etwas anderes als das, was Resident Evil bisher in den Videospielen gemacht hat. Wow. Also die Serie hat sich, wie zuletzt wahrscheinlich bei Teil 4, würde ich sagen, im Resident Evil-Kosmos, wieder mal neu erfunden. Genau. Also auf einmal gab es die Ego-Sicht. Wenn du dich erinnerst, es gab ja damals diese Kitchen-Demo, die Leute unglaublich schockiert hat. Und das hat er quasi schon zu Resident Evil 7 hingeflankt. Da wusste aber noch niemand, dass es Resident Evil sein würde. Und ich kann mich erinnern, ich war auf der E3, als der Trailer zu Resident Evil 7, der komplette Trailer, erstmals gezeigt wurde, wusste man wirklich, bis das Logo eingeblendet wurde, wusste man überhaupt nicht, dass es ein Resident Evil-Spiel sein würde, weil es völlig anders aussah. Da wurden diese beiden. Ey, wirklich, alle sind durch. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Alle sind durchgedreht. Das ist Resident Evil. Also, das hat wirklich einen kompletten Neuanfang gewagt. Und jetzt kam halt Village raus, führt die Formel weiter, verändert aber auch ein bisschen was. Das macht ja Resident Evil alle paar Jahre, sich einfach komplett radikal neu zu erfinden. Genau. Und wie du schon auch gemeint hattest, also insbesondere als jemand, der dem Horrorfilm auch nicht abgeneigt ist und auch die Spiele dann gezockt hat, natürlich kannst du auch bei den alten Resident Evils direkt eine Linie zum Horror sehen, gerade dem Zombie-Horror. Aber ab 7 und 8 hatte ich persönlich zumindest das Gefühl, dass da auch sehr viele Einflüsse aus, also zumindest bildtechnisch und von den Szenen her von vielen anderen filmischen Vorgaben dann mit dabei ist. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Gegenstand der Sache hier, dass wir mal dem auf den Zahn fühlen wollen. Genau. Und trotzdem kommen wir an einem Elefanten natürlich nicht vorbei. Wenn wir hier schon über die, sage ich mal, filmischen Inspirationen oder die Filme reden, die halt zu Spielen wie Resident Evil 7 und Resident Evil 8 geführt haben, können wir nicht umhin, auch mal halt eben über die Filme zu reden, die aus eben den Resident Evil-Spielen entstanden sind, ja. Und um euch da mal auf einen kleinen Stand zu bringen und eben um diesen Elefanten aus dem Raum zu schieben, haben wir hier eine kleine Matz zu den Resident Evil-Filmen. "14 Jahre Zombies, Mutanten, Monster, Monsterkonzerne und die ewig kämpfende Alice.
In der Resident Evil Filmreihe geht es vor allem um eine nicht totzukriegende Heldin, die gegen die Biotech-Firma Umbrella und deren zombie-apokalyptischen T-Virus in den Krieg zieht. Ein Job, den eigentlich mal Gwyneth Paltrow übernehmen sollte, der dann aber an Mila Jovovich ging. Was folgte, waren 6 Teile, die Ehe zwischen Frau Jovovich und Regisseur Anderson über $1 Milliarde einspiel und die Geburt eines eigenen Genres, der Jovovich-Anderson-Film. Eine bizarre Erfolgsgeschichte, die sich weit von der Vorlage entfernt. Ich habe ja erfahren, das hat mich ein bisschen schockiert. Ich dachte, du bist da ein bisschen härter im Nehmen oder beziehungsweise ein bisschen vielleicht neugieriger oder lustvoller, um dich abzufacken, wer weiß es. Aber du hast nur einen Resident Evil Film gesehen. Ich hätte es nicht sagen sollen, verdammt, ey. Warum werden hier privateste, intimste Informationen, die ich in einem Telefongespräch gestern Abend noch mitgeteilt habe, warum werden die hier ausgebreitet? Nee, also tatsächlich, ich war. Ich finde es keine Schande. Ich war. Nö, also sagen wir es mal so. Ich habe natürlich wie die ganze Welt damals den allerersten Resident Evil Kinofilm gesehen. Da habe ich schon gemerkt, wie formuliere ich es? Ist nicht unbedingt mein Ding. Ja, genau. Sagen wir es mal so. Also, nee, fand ich schon relativ kacke und bin dann irgendwie ausgestiegen. Also, glaube ich, pass auf. Der Gag ist nämlich, ich weiß nicht ganz genau, und das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich für mich. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich den zweiten vielleicht noch gesehen habe. Ich kann mich vage an eine Szene erinnern, wo ich glaube, Jill Valentine mit dem Motorrad durch so ein Kirchenglas. Und dann fliegt das Motorrad hoch und explodiert beim Kirchenfenster. Das ist Teil 2, glaube ich, oder? Ja, natürlich. Ja. Ja. Und genau, das war Teil 2. Und den habe ich vielleicht, glaube ich, noch gesehen. Möglicherweise war ich auch so betrunken, dass ich da. Kannst du dich auch noch an Nemesis erinnern, genau, mit dem Rocket Launch auf die Polizeistation? Und Thomas Kretschmann ist unter anderem mit dabei. Okay, dann habe ich den vielleicht, glaube ich, noch gesehen. Aber ich glaube, auch mal Epps hat getanzt noch vor dem Polizeirevier, irgendwie sowas. Okay. Aber ich meine, ich bin ja auch nicht bescheuert, so, ich habe das ja alles mitbekommen. Von daher glaube ich auch, ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel verpasst. Ich gucke die vielleicht irgendwann noch mal, so wenn ich Bock habe auf Schrott. So manchmal tut man sich ja gerne selber weh, um sich zu spüren. Das meine ich ja. Ja, aber nee, also ganz im Ernst, so, ich merke so in den letzten Jahren, mich nerven diese lieblosen, seelenlosen, runtergerotzten Hollywood-Dinger, bei denen alle wissen, das ist hier kompletter Schrott, aber es macht so unglaublich viel Kohle. Mhm. Deswegen, ey, komm, Teil 5, 6, 7, Extinction, Revolutions, Apocalypse. Ich bin da einfach raus, das geht mir zu sehr auf den Sack. Entschuldigung. Ja, ey, nee, ehrlich, wirklich, ey, also. Du kannst fast sagen, ich habe das Gefühl mit den Jahren, dass sich so separate Fangemeinden gebildet haben, weil du musst nicht zwangsläufig Fan von den Filmen sein, wenn du die Spiele magst. Fast schon eher das Gegenteil, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe zumindest, ich glaube, alle gesehen, aber dann die meisten nur einmal, um quasi das von der Liste dann weggestrichen zu haben. Ich habe so ein bisschen was übrig für den ersten Film, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich aber auch der Kontext, weil die alle danach qualitativ so enorm stark abfallen, dass so der Einäugige unter den Blinden dann König ist. Dem Filmwerk von Paul W.S. Anderson. Er hat ein eigenes Genre damit begründet, meiner Ansicht. Er hat ein eigenes Genre damit begründet, genau. Und ich meine, also es gibt manche Filme, von denen ich mag Event Horizon eigentlich ganz gerne. Und der Mortal Kombat Film hat ja auch dann seine Jünger sozusagen. Beim ersten Resident Evil Film besser als den neuen. Habe ich mir noch nicht reingetraut, muss ich sagen. Ich weiß, Hot Take, aber schwieriger Vergleich. Eigentlich nicht. Aber zum ersten Resident Evil Film, ich finde da eine Handvoll Sachen ganz gut. Ich mag den Soundtrack von Marilyn Manson. Der geht eigentlich immer noch ganz gut ins Gehör. Der passt auch gut zu der Stimmung. Die Zombies haben sie nicht geil hinbekommen, aber er hatte eben diese eine ikonische Szene gehabt im Hallway mit den Laser Dingern, die sie dann auch im Spiel dann zurückzitiert haben bei Teil 4, wo sie mal eine Sache aus den Filmen wieder rückübernommen haben. Und ansonsten plätschert er so ein bisschen hin, nimmt sich auch sehr viele Freiheiten mit der Story. Und ab Teil 2 ist es einfach mehr so ein Paul W.S. Anderson feiert sich und seine Ehefrau und knallt den Bildschirm mit Action voll und wirft Charaktere rein. Also teilweise mies besetzt. Dieses Finale von Teil 4, würde ich sagen, ist ganz komisch. Wo Da ist die Szene. Ah, ich sehe gerade Flashback. Ja. Ich glaube, den habe ich doch gesehen. Oh Gott. Ja, ja. Das Motorrad, was hoch für die Backkicks. Und alles drum und dran, das ist noch hier Teil 2. Ab Teil 4, wo dieser, ich glaube, das war dieser komische Endkampf mit Wesker und Alice, der dann in 8 Millionen Schnitten dann übergegangen ist und wo ich nicht gewusst habe, wo vorne und hinten ist, muss man sich nicht angucken danach, ja. Ich muss aber trotzdem jetzt mal eine Sache fragen. Ich meine, du kannst jetzt nicht so genau beurteilen, aber die Filme haben ja halt dann auch zum Teil hanebüchene Story. Resident Evil und hanebüchene Story? Ja, genau, aber das meine ich jetzt, ne? Da wären wir jetzt bei einem Punkt so, weil die Filme
ich habe irgendwann angefangen, die alle losgelöst von Resident Evil zu betrachten. Ja, also das ist, hat für mich nicht mehr so wirklich einen Bezug gehabt. Ich meine, ich habe die ersten beiden Spiele gespielt und das war ja so alles andere als die ersten beiden Spiele, meiner Ansicht nach. Mhm. Und dann kommt hinzu, als Zombie-Film-Fan hörst du halt, okay, es ist ein Zombie-Film ab 16. Da wirst du ja schon mal erstmal skeptisch so, ja. Und dann hält sich dieser Film ja auch relativ zurück mit eben der Action, dass es darum geht, dass irgendwelche Viecher irgendwo reinbeißen oder sonst irgendwas. Ja, es mag sein, dass es vielleicht nicht dem typischen Zombie-Klischee entspricht, was Resident Evil da an Untoten erzeugt hat, so. Aber trotzdem hat man ja sowohl die eine als auch die andere gewisse Erwartung, wenn man jetzt einen Trailer oder halt eben die Ankündigung von sowas bekommt. Und da konnte der Film meiner Ansicht nach nie glänzen. Es ist komplett aus dem Ruder gelaufen bei dem Film irgendwann. Ja, ja. Die Story ist dann so abstrus geworden, dass die komplette Welt ist untergegangen und noch mehr Basen, die im Untergrund entdeckt wurden und Klone von 3 Millionen Leuten. Und das kannst du alles. Genau, und Alice vergessen. Ist mal übermächtig, dann entziehen sie ihr wieder die Kräfte und dann geben sie ihr die wieder zurück und dann ist sie mal wieder ein normaler Mensch und keine Ahnung was, ja. Die Welt, wie du sagst, ne, hat immer noch irgendwo eine riesengroße Untergrundbasis parat. Ja, wo noch nicht irgendwie die Zombies eingefallen sind oder wo immer noch Umbrella die Kontrolle hat. Es gibt keine Menschen mehr, aber es gibt eine Basis von Umbrella, die noch überlebt hat, die was auch immer jetzt erreichen will in einer zombieüberflutenden Welt. Ja, aber ist das nicht dann schon so irgendwo im Geiste und Sinne der Spieleserie, auch wenn es jetzt nicht die eigentliche Geschichte der Spiele übernimmt? Ja, aber das interessiert mich auch gar nicht. Das ist mir, also ich bin jetzt auch nicht so der mega Resident Evil Fan, der dir jetzt die komplette Lore von allen 364 Spielen chronologisch nochmal aufdröseln kann. So. Mhm. Also ich habe weder die Spiele gespielt, noch würde ich vermutlich, würde ich diese Filme gucken und mögen, würde ich sie wegen der Story gucken, das glaube ich auch nicht. Also, ob die sich jetzt losgelöst haben oder die Story der Resident Evil Spiele, die, sagen wir mal, knallhart ehrlich hier, die auch kompletter Bullshit ist, so, das ist auch kein Shakespeare. So, also ob die das jetzt 1:1 nacherzählen oder ihr eigenes Schwachsinnsding machen, das ist mir egal. Aber dann soll das ein gut gemachtes Schwachsinnsding. Ey, meinetwegen könnt ihr auch sagen, Resident Evil, das Musical. Wenn es ein gutes Musical ist, oder eine Kochshow oder Musical. So. Aber Hauptsache, es ist ein gutes Produkt. Nur das sind einfach handwerklich und von der Narrative her sind das in meinen Augen unglaublich, nach allem, was ich mitbekommen habe. Wie gesagt, ich habe nach dem ersten und, glaube ich, dem zweiten bin ich ausgestiegen. Aber sind das einfach keine sonderlich guten Filme. So. Und das ist es viel mehr, was mich stört. Wie originalgetreu das jetzt umgesetzt ist oder nicht, das wäre mir persönlich jetzt egal. Also es greift nicht die Atmosphäre und das, was so ein Spiel dann für dich ausmacht. Ne, das ist halt das Ding so, ne? Also wenn du, deswegen meinte ich so, die Story der Resident Evil Spiele und wir werden jetzt im Laufe dieser vorzüglichen Sendung ja bestimmt auch noch so ein bisschen über hier Village reden und es hat ja auch eine sehr abgefahrene Story und so. Also von daher, das ist da genauso bekloppt. Nur für mich stellt es sich so dar, wenn ich da sitze und ich habe das Pad in der Hand und ich bin derjenige, der den Zombies die Köpfe wegballert, so dann ziehe ich da meinen Spaß draus. Und wenn mir das aber genommen wird, das heißt, wenn ich mich einfach nur zurücklehnen kann und Schauspielern, schlechten Schauspielerinnen, zusehen muss, wie sie vor Greenscreen ihre ungelenken artistischen Aktionen da bringen und dann wird das irgendwie alles in der Post zusammengesetzt und der Licker kommt so dermaßen aus dem Rechner und ich sehe, da ist nichts, mit dem die interagieren, so dann ist da für mich sehr wenig rauszuholen. So. Also da weiß ich nicht, wo da ist der Spaß sein soll. Das ist so für mich das Problem. Da sind auch zwei Dinge, die ich würde ich noch mal sagen, bei dem Film extra, wenn du überhaupt irgendwie affin bist für die Spiele, da wird keinerlei Rücksicht drauf genommen, wer diese Charaktere sind und wie sie überhaupt in die Story eingebaut wurden, welche Bindung mit den Fans entsteht. Also Paul W.S. Anderson hat einfach genommen und sein eigenes Ding draus gemacht. Und das wirkt dann im Endeffekt komisch. Und das Handwerk ist da noch mal ein bisschen dabei. Weil so darstellungstechnisch würde ich schon die aktuellen Spiele vor allem, also die sind, was so Schnitt und Positionierung, wie die Gruselszenen dargestellt werden, weit über diesem Action-Feuerwerk dann, was ja, das Anderson ist, dann abfeuert. Das ist ja halt auch von Film zu Film immer weiter in den Hintergrund geraten. Anderson scheint ja wirklich überhaupt kein Interesse mehr an irgendwelchen anderen, sag ich mal, Formeln, Mechanismen, Arten und Weisen, Spielarten sämtlicher Genres zu haben oder Horrorgenres zu haben. Es geht ja nur noch um Action. Action, die kann er ja auch nicht mehr gut, ne? Bitte? Und die kann er ja auch nicht mehr gut. Ja, aber ich meine, Event Horizon war jetzt auch nicht unbedingt frei von Stimmung und Moment. Aber das war fast 30 Jahre her. Eben, das war halt 97, ne? Und da war das Budget entsprechend kleiner und der hatte vielleicht irgendwie noch einen gewissen Anspruch. Feuer. An sich selber und Feuer, ja. Ich meine, also das Argument, was früher oder später immer kommt, ist halt, ja, aber es macht Kohle. So, das ist es. Da ist es, also sowohl dem Regisseur als auch den Lizenzgebern, ist es da, glaube ich, echt herzlich egal, ob die Fans das jetzt abfeiern oder nicht oder was, wenn die breite Masse ins Kino strömt. Also guck mal, diese verdammte Filmreihe, wie viele? 6, glaube ich, ja.
Nee, ich meine, wie viel haben die eingespielt, alles so zusammen? Ach so, ja. Sind wir nicht schon bei Mehreren 100 Millionen, so 500, 600 bestimmt? Ich glaub, ne? Nein, viel mehr. Die sind schon bei der über Milliarde. Ich glaube, die sind bei über einer Milliarde schon. Oh Gott, ne? Oh Gott. Weißt du, und also das ist halt, wenn irgendein Rechenknecht, wenn der diese Zahl sieht, also da kannst du den noch 3 Stunden Monolog halten, dass sich die Filme mehr am Spiel orientieren sollten oder dass die besser gemacht sind sollen. Das ist denen scheißegal. So, die Leute rennen da rein. Die haben sehr viele Leute sehr reich damit gemacht. Und deswegen ist es ja auch kein Zufall, dass Capcom ihn auch schon wieder mit dem Monster Hunter-Film beauftragt hat. Also, ich meine, die sind ja nicht alle geschmacksverwirrt. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass absolut jeder großer Fan von dem Produkt Resident Evil ist und auch im Vorfeld sich nicht ungefähr vorstellen konnte, wie dann der Monster Hunter-Film wird. Aber das wird prognostiziert, das wird berechnet und irgendjemand hat gesagt, ja, Leute, ist doch scheißegal, wie gut oder schlecht der Film wird. Das wird ein mega Erfolg. Ey, wir machen damit richtig Asche. Also los, grünes Licht und zack, wir haben Monster Hunter. Und als wenn er jetzt nicht schon an den Konzeptskizzen zu Monster Hunter 2 sitzt. So. Wenn Leute reingehen und Kohle für so einen Schrott auf den Tisch legen, dann wird auch weiter Schrott gemacht. Das ist ganz einfach. Vote with your wallet, Leute. Ist es zumindest nicht so, aber jetzt, dass Resident Evil wieder ja neu aufgelegt wird als Film oder ja. Sowas? Irgendwas habe ich ja da Rumoren gehört. Und da gibt's jetzt gerade, oder vielleicht sind sie abgeschlossen, so Nachdrehs, Reshoots, nachdem der Film ja ohnehin schon mal deutlich verschoben wurde. Ist auch schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Okay. Also, ja, schau. Ja, aber Reshoots ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, ne? Also, nö, nichts Ungewöhnliches, aber also, es ist Resident Evil. Er wurde schon mal verschoben und der Hauptdarsteller von Chris Redfield hat neulich gesagt, so, ja, er hat jetzt gerade seine Reshoots noch abgedreht. Also, ich sag ja nur, ich sehe da den nächsten Perfect Storm. Aber ey, schauen wir mal. Ey, ungelogen, die Netflix-Serie, die wird bestimmt besser, die animierte. Das mit den Kindern, mit den Kindern von Wesker? Kommen da die Kinder von Wesker vor? Also, oder sind die nicht im Kinofilm? Ich weiß, der eine, meinst du den, der aus 6 war? Das war ja der eine, wie ist er, Jake? Irgendwas, ne? Also ich hatte von irgendwas gelesen, dass es eine Serie geben soll, ja. In der das gar nicht erstmal so die Anmutung ist, dass das überhaupt was mit Resident Evil zu tun hat. Und dann irgendwie so nach und nach rauskommt, ja, dass die Kinder von Wesker sind, die halt irgendwo in Raccoon City zur Schule gehen oder sonst irgendwas. Okay. Und dass das dann das halt. Das wird so geil. das wird richtig geil. Nein, ey, ich meine, also wirklich, also im Zweifel für den Angeklagten, also vielleicht erwartet uns eine ganz große Überraschung. Ich glaube nur, wenn du so als Resident Evil-Fan, der vielleicht jetzt auch von den Filmen, von den letzten nicht unbedingt begeistert war, ich glaube, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ist vermutlich jetzt erstmal dein nächstes Ziel, ist diese Netflix-Serie, Infinite Darkness oder wie die heißt. Wieder computeranimiert mit Claire und obwohl, und so. Genau. Und es gibt auch noch, ich meine, es gibt ja auch schon vorher diverse animierte Filme, genau, die wollen wir jetzt auch nicht außen vor lassen. Da habe ich 2 von gesehen und die kamen bisher meinem Verständnis von Adaption eines Videospiels am nächsten. Ja, ich glaube, die sind auch direkt quasi mit Capcoms Segen sozusagen gemacht, dass sie storymäßig dann auch als Kanon sozusagen gelten. Also Geschichten, die dazwischen erzählt werden. Ich habe vor Urzeit mal einen von denen gesehen. Die haben auch ihre Fangemeinde, aber ich bin dazu wenig. Endkampf in diesem Flughafen. Genau. Ja. Ne? Und irgendwie so eine Szene, glaube ich, wo dann Chris Redfield und Leon Kennedy gemeinsam in einem Gang für 5 Minuten Zombies erschießen. So, wo der eine über die eine Schulter und dann irgendwie sowas. Also, es gibt bestimmt dann auch eine Fangemeinde dafür, aber ich bin zu wenig bewandert mit dem Film, um da eine Aussage zu treffen. Ja, also wenn ich jetzt sowas mitbekommen habe, dann eigentlich, dass sehr viele Resident Evil-Fans nicht unbedingt jetzt auf die Paul W.S. Anderson-Filme schwören, ja, vielleicht mal geguckt haben, so, aber worauf sich doch mehr Leute einigen können, das sind die animierten Filme, wovon jetzt ja auch 9 Film gibt. Also ich glaube, da gibt es eine Menge von. Ich habe auch nur einen gesehen, dass mit dem Flughafen, ich kann mich vage an so eine Flughafenszene am Anfang irgendwie auch schon. Sonst war es vielleicht ein anderer. Und irgendwie der Bösewicht wollte, ich weiß nicht genau, was er wollte, aber es hatte, pass auf, vielleicht passiert das. Das hatte irgendwas mit dem Arm seiner Frau zu tun, wirklich. Ja, genau. Der wurde irgendwie abgeschossen oder so. Was war mit dem Arm? Die hat ihren Arm verloren und aus dem Arm ist dann das Monster. Da kam, ist dann was rausgewulst. Seine andere Frau? Wahrscheinlich. Ja, oder halt dieses Monster. Und dann hatte er so ein Riesenauge, glaube ich, in der Schule. Ja gut, das ist halt aber Staple, ne? Ja, genau. Aber das, also ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber irgendwas dunkel in der Richtung mit dem Arm und der Schulter, wo das halt alles so rausgewurzelt ist, das habe ich auch noch in Erinnerung. Und ich weiß nicht, ich habe den im Flugzeug gesehen, als ich zur E3 geflogen bin, irgendwie vor ein paar Jahren. Und ich fand den jetzt auch nicht so geil, aber ich dachte, es war so ein bisschen, es fühlte sich an wie so ein altes Klassentreffen. So, du siehst so Chris Redfield und Leon und weißt du, so die Figuren, wie du sie kennst, halt aus den Spielen und eben nicht aus den Filmen. So. Und deswegen fand ich wie halt eine Cutscene, die man halt zu sehen bekam. Aber da fand ich sie auch okay. Also ich sehe so einen computeranimierten Film und der hat jetzt auch nicht auch so das Megabudget, also da weiß ich schon ungefähr,
was mich so ungefähr erwartet. Und deswegen fand ich den jetzt auch, fand ich okay. Ja, so. Gut. Damit wäre die Pflicht erfüllt. Wir haben es thematisiert. Ja. Zur Freude oder zum Leid des einen und der anderen. Und jetzt kommen wir doch einfach mal auf Resident Evil 7 zu sprechen. Ja? Dafür haben wir eine kleine Einleitungsmatz. Die gibt's jetzt. Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Aber wir wollen darüber reden. Deswegen sind wir hier. Schön. Hast du jetzt alles erfahren, was du über Teil 7 wissen musst? Ich habe alles erfahren, was ich über Teil 7 muss, aber ich muss dazu sagen, ich hatte mir auch Wolfs Zusammenfassung der Story von Teil 8 angeguckt. Zusammenfassung. Ja. Und da wurden ja schon ein paar Teile von Teil 7 nochmal rekapituliert und auch nochmal zu einem anderen ganz kurz und knapp Schluss gebracht. Da werden wir gleich drüber reden. Erstmal wollen wir bei Teil 7 bleiben. Ja. Aber ja, ich habe es natürlich jetzt am Anfang noch nicht gemacht. Ich muss es jetzt machen für all diejenigen, die halt noch gar keine Berührungspunkte mit Resident Evil 7 oder 8 haben oder auch mit den Filmen. Wir werden jetzt spoilern. Wir werden jetzt knallhart spoilern. Wir können jetzt auch hier noch den Alarm anmachen. Aber wer jetzt halt über diese Spiele gar nichts wissen möchte, sollte diese Sendung tunlichst vermeiden. Naja, und im Fall von Teil 7, also es hatten ja alle jetzt auch ein paar Jahre Zeit. Ja. Jetzt ist der Spoilerschutz auch langsamer gefallen. Zumindest für Teil 7, finde ich. Ja, 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 würde ich es auch sagen. Finde ich legitim. Gibt's da eigentlich eine feste Regel? Gibt's eine Jahreszahl, wo man sagt, ey, ab 5 Jahre ist okay? Schwierig. Oder weiß ich nicht. Also ich meine, das, ob jetzt Film oder Spiel, es gibt immer welche Leute, die dann sich auch nach 20 Jahren noch beschweren. Ich wollte das nächste Woche angehen. Ja, aber wenn du da zumindest eine Zeit lang weg bist und ein paar Jahre, finde ich schon okay, dass man dann inhaltlich über Spiele spricht. Vor allem bei Resident Evil 7 ist es ja auch so, dass es so sehr in die aktuelle Story dann reingreift, was Teil 8 angeht, dass man zumindest da auch mal sich ein bisschen austauschen kann über konkrete Details. Also ich bin auch immer sehr bedacht drauf, mich nicht spoilen zu lassen. Aber ich muss auch sagen, also wenn ich irgendwie ein Spiel habe oder einen Film oder irgendwas anderes und das Ding ist jetzt seit Jahren draußen, also irgendwann muss ich dann mir auch selber eingestehen, okay, dann war es mir vielleicht jetzt auch nicht so wichtig. Also Resident Evil 7 war das von einem Wochenende durch. So, das ist jetzt kein 300-Stunden-Spiel. So, zwischen 12 und 15 Stunden, würde ich sagen. Mhm. Also wer bislang noch nicht die Zeit gefunden hat, mal 2 bis 3 Abende zu investieren, dem ist es dann vielleicht jetzt auch nicht so tödlich wichtig gewesen. Und nach ein paar Jahren, glaube ich, ist das dann irgendwie echt mal okay. Gut, hätten wir das auch abgeklärt. Es geht nicht mehr um den T-Virus, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also es gibt eine völlig neue Krankheit, Bedrohung, keine Ahnung, Infektion, die für Unheil
bei Resident Evil sorgt. Ja, ja, der Name entfällt mir jetzt, weil es wieder in so eine Fachbezeichnung ist, aber wir haben es schon gehört, der Pilz. Der Pilz. The Pilz ja. is on fire. Ja. Aber der Pilz macht das, was der T-Virus vorher gemacht hat? Oder nicht? Nee, weil der Pilz, Evelyn, diese Biowaffe auch dazu befähigt, quasi per Gedankeneinfluss, also dieser Biowaffe in Gestalt eines kleinen Mädchens, ist es wichtig, eine Familie zu bekommen. Ihr haben sie quasi als, also ihrem menschlichen Part wurde das Verlangen nach einer Familie eingeimpft. So, und dann hat quasi der Schimmelbefall in ihr hat sie übernommen, aber dieser Drang, sich eine Familie zusammenzusuchen, zusammenzubauen, innerhalb eines Familiengeflechtes zu sein, der ist so stark, dass sie sich quasi ihre eigene Pilzschimmelarmee gemacht hat und deswegen hat sie auch die Bakers infiziert, die ja eigentlich, wie wir später erfahren, liebe, normale, nette Leute waren. Die sind ja nicht alle als Psychopathen auf die Welt gekommen. Die stehen halt nur die ganze Zeit unter dem Einfluss von Evelyn und versuchen so quasi die ganze Zeit Leute in dieses Haus zu locken, damit sich Evelyn so eine molded, heißen die ja im Original, so eine Schimmelpenner-Armee zusammen. Schimmelpenner finde ich aber gut. Und das jetzt mal ganz. Ja, wir können vielleicht mal, wir haben ja noch mal einen Clip von der Essensszene mit der Familie, mit der Baker-Familie. Ich glaube, ja, da sieht man auch mal die Verbindung. Zeigt uns doch mal die Baker-Familie. Recht stark, weil das ist so der Hintergrund, den man mitbekommt, weil Ethan als Hauptakteur, den man ja nur aus der Ego-Perspektive beobachtet, der macht sich zum Haus der Bakers auf, weil er dort seine verschwundene Frau Mia dann sucht, die sich nach vielen Jahren gemeldet hat. Die ist dann verschwunden gewesen und gesagt, hey, ich bin in Louisiana, komm nicht her und rette mich nicht, bleib weg. Was macht Ethan, der gute Mann? Natürlich geht er hin und guckt er und gerät auch in die Fänge der Bakers. Und da sieht man auch eine der direktesten Sachen. Ich meine, Daniel, du auch, siehst dann auch gleich, wo dann die Anleihen und Zitate sind mit der Horrorfamilie beim Essen, die sich dann die Hände selber abschneidet und alles. Aber Sie wissen, Sie sind sich schon bewusst, dass diese Hand wieder nachwachsen? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, das klebt alles. Die gehen alle sehr freimütig mit ihrer körperlichen Gesundheit und mit Gliedmaßen um. Die hauen sich die ganze Zeit gegenseitig die Arme weg und ab. Und also wirklich, die kennen da keinen Morgen mehr. Das ist ja alles scheißegal. Und das war ja einmal die Barriere gefallen, ne? Wenn du weißt, okay, dem wächst es eh wieder nach. Dann ja, eben, da ist es halt, hast ja gesehen, du weißt, für die kleinste Verfehlung gleich zack, Arm ab, denn Lukas wird der Arm sowieso. Das ist auch ein schöner Party-Trick, wenn du sagst, hey, ich zeig dir mal was, komm mal kurz her. Ja. Aber das war auch eine Sache, Wolf, du hast ja die Kitchen-Demo erwähnt, nachdem Resident Evil 7 offiziell vorgestellt wurde, war das ja auch mehr so eine Szene, die dann direkt gezeigt wurde und nochmal verdeutlicht hat. Ich finde das, was man auch klar sieht, das Setting in diesem verfallenen Haus in Louisiana mit der durchgeknallten Familie, mit dieser Essensszene hier, das ist natürlich sehr viel diesen typischen Hollywood-Hillbilly-Horror, der natürlich eher so in den 70ern dann verhaftet ist, aber dennoch sehr viel Einfluss hatte mit den Jahren, ist so ein bisschen so ein vorherrschendes Bildelement oder inhaltliches Element von Resident Evil 7 gewesen. Naja, was sagen wir, bis in den 70ern, ne? Also ich meine, sowohl The Hills Have Eyes, ja, den man jetzt vielleicht als Bezug oder Referenz da mit rannehmen könnte, aber halt vor allem Texas Chainsaw Massacre wurden ja auch nochmal jeweils geremaked. Also ja, beide wurden ja nochmal ins neue Jahrtausend transportiert. Vom Nispel-Markus. Der eine ganz gut, der andere nicht so. Ja, genau. Wir reden schon über ja, nicht so. Nein. Nispel, ne? Ja, nein, okay, ja. Gut. Nispel mal nicht so rum hier. Weil ich muss sagen, den Ajar, der war ja zumindest schön ekelhaft. Den meine ich mit, also ich fand den gut. Ja, bis heute. Ja, mich haben halt diese etwas dann doch angestaubten Klischees, die 70er-Jahre-Klischees, in dem Ajar-Film etwas aus der Bahn geworfen. Da hätte ich mir jetzt vielleicht ein bisschen was Frischeres von so den Tropes gewünscht oder beziehungsweise nicht so einfach, ich knall dem meine Schrotflinte vor die Füße und ja, ist schon alles okay. Aber ich muss auch sagen, der hatte wenigstens, also da war der Production Value war halt richtig ja, gut. Ja, und es war halt wirklich auch ekelhaft, dieser Wasserkopf oder ja, was das war, also wieder da hier, ja, mit seiner eigenen Kopfstütze. Ja, auch schon der Überfall auf die Familie im Campingwagen, also und also die wirklich sehr derbe, unangenehmen Szenen, zu denen es dann kommt, mit Emily the Raven. Also, ey, das ist jetzt echt kein Film. Und hier Film, Buffalo Bill, ne, ist das? Ja, ja, genau. Ja. Ted, nee, wie heißt er? Levine. Levine, ja, ja, genau. Also, nochmal Bezug nehmt auf die Szene gerade. Also, Hills of Ice, ja, auf jeden Fall. Okay. Ich habe natürlich auch das Chainsaw Massacre sofort gesehen bei der Familie. Allein der Opa im Rollstuhl, ne? Ja, klar, genau.
Aber ich musste mich, also ich fühlte mich auch ein bisschen an 7 erinnert, so. Diese ganze Siffigkeit und die Gammeligkeit von diesem Haus, wenn du da reinkommst. Also du kannst einen Topf aufmachen und das Essen ist da verfault und du willst eigentlich gar nicht die Kühlschränke öffnen und die ganzen Türen. Also wirklich, Gregor, wir beide haben es ja in VR gespielt, ne? Mhm. Auf der PS4. Und also wirklich, ich beim Zocken, das fühlte sich so plastisch an. Ich konnte fast den Schimmel und den Siff so riechen. Ne? Und das hat mich halt total an die erste, an den ersten Tatort in 7 erinnert. Ja. So dieser, der Typ, der gezwungen wurde zu fressen. Völlerei, ne? Der lebt noch. Ja. Der lebt noch. Genau. Da wäre ich bei dir, vor allem auch so diesen typischen grünen Teint, den dann 7 gehabt hat, so mit Licht und dann scheint es so ein bisschen grün durch. Ich hatte immer auch das Gefühl, dass so die Lichtstimmung auch recht ähnlich dann bei Resident Evil 7 gewesen ist. Ich meine, die haben viel Versatzstücke genommen, da sehen wir es auch ein bisschen. Den vor einiger Zeit noch mal wieder geschaut. Ist immer noch ein sehr guter Film. Ey, 7 ist auch geil. Also das ist so unantastbar, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also aber ist ja dann eigentlich schön zu sehen, dass, ich weiß nicht, Resident Evil 6 war ja auch noch, glaube ich, so schon mehr Action, ne? Irgendwas hatte ich in Erinnerung mit Gatling Guns Finale. Pures Action, also wirklich überall, ja. Oder? Also irgendwie so das ja, also Resident Evil 6 hat ja quasi 4 verschiedene Kampagnen und die eine vermeintlich, ich mache mega dicke Airquotes hier, die ging so ein bisschen so back to the roots, also ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr wirklich Survival, du hast wenig Munition, viele Zombies und so. Aber trotzdem war auch da der Actionanteil schon deutlich erhöht und so als Gesamtpaket war Resident Evil 6 also quasi flacheste Hollywood-Action. Also wenn es quasi damit anfängt, dass ein Flugzeug abstürzt und eine mega Feuerwalze sich durch die Straßenbahn, so, und das ist der Anfang, dann kannst du dir vorstellen, so wie dann das Ende aussieht. Also irgendwann, so, dass das halt so dermaßen abgedreht ist. Eben, hast viel den Einfluss von anderen großen Shooter-Serien gesehen, wenn du dann Zombies in Anführungsstrichen hast, die dann mit Uzis auf dich schießen oder so, ne? Das war auch so, wo ich gesagt habe. Was? Ja, du hast so, oh, ich habe eine Uzi in der Hand. Blablabla. Ungefähr so war das dann recht häufig bei 6. Und das hat schon in eine gewisse Richtung gedrängt, ja. Ja, ich meine, na gut, also so intelligente Zombies sind ja jetzt auch keine Erfindung von Resident Evil 6 gewesen, ne? Ja, relativ intelligent. So, also von daher. Aber dass sie zurückschießen, das war so auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, I don't know. Ja, naja. Und ich meine, rein spielerisch schon in Teil 4, so ganz am Ende hattest du die Infizierten. Ja, die sind ja auch mit Gatlings auf dich zugerannt und so. Also von daher, so, das mag ich noch durchgehen lassen, aber das war einfach, es war zu viel. Das war also wie in den Filmen, vermute ich. War das also du wurdest echt so bombardiert mit Effekten und du dachtest die ganze Zeit, ey Leute, boah, ist ja gut. So, ist ja gut. Wirklich, ne? Also allein die Kampagne mit Chris, also ungelogen. So, wenn die Perspektive ein bisschen anders gewesen wäre und ich hätte gesagt, das ist ein Call of Duty-Ableger, der so leichte Splatter und Horror und The Thing-Elemente hätte, hättest du gesagt, ja, okay. So, also hättest du. Call of Dead halt wahrscheinlich. Ja, genau. Also hättest du abgekauft. So, von daher war Teil 6 irgendwie auch bei den Fans ja wie alles andere als beliebt. Und da hat halt 7 wieder was völlig anderes gemacht. Die sind halt echt so ein bisschen, also 4,5 Stufen sind die wieder runtergegangen. Und deswegen war auch die erste Hälfte von Teil 7, war meiner Meinung nach viel stärker als die zweite, weil die zweite schon so ein bisschen wieder so diese typische Resident Evil Klischees rausgeholt hat. Wir haben ja auch in der Matz gesehen, so der große Endfight von Teil 7 musste dann natürlich doch wieder gegen so ein 20 Meter hohes Schleimschimmelmonster mit so einem Gesicht sein. Und es fing eigentlich, das ganze Spiel fing ja sehr intim fast an. Also du warst echt in diesem Haus, du wusstest nicht ganz genau warum. Du dachtest, dass die Bakers quasi wirklich so mehr oder minder die einzigen Gegner sind. Und die war auch nicht klar, dass du später noch so ein Tanker erforschen würdest und in welchen Salzminen bist und so. Abseits von diesem Haus? Ja. Du bleibst ja nicht nur im Haus. Also, also von der Story her kommst du, wie gesagt, noch. Aber heißt das, in der Nähe dieses Hauses ist der Tanker oder verlässt du halt wirklich komplett die Szenerie? Ja, also in der Nähe ist jetzt viel gesagt, aber du fährst mit so einem Boot und das Boot havariert und so und also da kommst du dann quasi zu dem auch schon havarierten Tanker. In diesem Tanker war Evelyn, diese Biowaffe, und mit ihrer Kraft hat sie den ganzen Tanker zum Kentern gebracht. Und deswegen ist sie erst in diesem Haus von den Bakers gelandet. So, das war der ganze Grund. Wie immer in Resident Evil werden Biowaffen transportiert von A nach B und keine Sau, so wie damals bei King Kong, keine Sau kümmert sich verdammt noch mal um die richtigen Sicherheitsmaßnahmen. Also immer geht irgendwas schief, in Teil 8 auch schon wieder. Aber dann wären wir ja schon fast wieder eigentlich beim klassischen Zombie-Genre, oder? Weil bei Zombie-Genre oder so viele Zombie-Filme, die wir kennen, ist auch irgendein Militärtransport, der entweder so einen Untoten. Und jetzt Army of the Dead. Genau. Experimentelle Untote im Gepäck hat. Jedes Mal. Oder irgendeinen Giftmüll verliert, der halt dafür sorgt, dass andere Leute zu Zombies werden. Hast du das Trioxin festgemacht hinten auf dem Laster? Nein, warum? Ja, Zombie zum Beispiel. Zombie, ja, genau. Fällt auch das Fass hinten raus. Ja. Erste und letzte Szene, ja. Also deswegen. Und Evelyn, jetzt nur damit ich es nochmal verstehe.
Evelyn ist was? Ein Roboter? Oder? Nein, Evelyn ist quasi eine gezüchtete Biowaffe, aber in Gestalt eines kleinen Mädchens. Und sie ist auch gleichzeitig die Oma, also die sie wir gesehen haben. Ja. Die Oma im Rollstuhl. Das die ist, im Rollstuhl das ist Evelyn gesessen hat. Denn die auch beim Essen daneben saß. Ja. Mhm. Denn auch hier, auch, Daniel ist überfragt. Um jetzt schon ein bisschen Resident Evil Village zu spoilen, aber wenn du in Resident Evil Spielen so eine nette alte Dame siehst, die jetzt nicht groß erklärt wird, kannst du davon ausgehen, eigentlich, dass sie in Wahrheit der große Bösewicht ist, nur in einer anderen Form. Warum auch immer die jetzt in dem Moment als alte Frau auftaucht. Weißt du, aber wenn sie dir so kryptische Hinweise mitgibt, so und dann so aus der Szene geht, dann weißt du schon, ja, okay. Der blase ich am Ende eine Ladung Schrot in den Arsch. So, das ist nicht nur einfach eine alte Oma, die sich auf dem Weg zu Aldi verlaufen hat und gibt dir ein paar Tipps mit dem Haut wieder ab. So, nee, die ist dann die Drahtzieherin. Und Also so langsam bröckelt die Fassade von Resident Evil 7. Naja, du kriegst doch nur die Kurzfassung mit. Ja, naja, aber das ist eigentlich ist das ganz wohl Kunst. Meine aber im Essenz sagt ihr mir noch, zum einen der große Twist oder ein großer Twist ist eigentlich der Twist, den man schon aus sehr vielen anderen Spielen her kennt, der Reihe. Ja? Welchen meinst du jetzt? Dass das die alte Frau halt eben nicht die einfach alte Frau ist, sondern halt schon irgendwas Bedeutungsvolles ist. Ja, was irgendwie auch, also wenn du es zockst, das schreit dir jetzt keine von den Figuren ins Gesicht, aber das glaubt jetzt wieder keiner, aber also mir war das irgendwie total früh klar. So, weißt du, also weil die wurde nie vorgestellt, die hatte auch keine Rolle eigentlich so innerhalb, die saß irgendwie immer nur so komisch rum. So, und wenn ich weiß, ich suche aber eigentlich so ein kleines Mädchen, so, und ich weiß, Resident Evil hat halt die Serie an sich hat den Verstand verloren, schon vor vielen, vielen Jahren. So. Und wenn die mir am Ende erklären, das kleine Mädchen ist in Wahrheit die alte Oma und die alte Oma ist in Wahrheit das kleine Mädchen, dann schlucke ich das so. Und deswegen habe ich das sofort geahnt, so, ey, pass auf, das ist irgendwie die Biowaffe. Und die ist rasend schnell gealtert, aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich. Aber die werden mir schon eine Erklärung, die werden sich schon irgendwas aus dem Hut ziehen. Gut, so. Und aber halt ich, so weit war ich noch nicht. Ich muss noch mal auf diese Biowaffe zurück. Was ist das? Ist das ein geklonter Mensch? Nee. Aber es ist, also ich kann dieses Evelyn-Mädchen kann ich anfassen. Die ja, die ist physisch da. Ja, klar. Ja. Also Cyborg, Android, Klon. Man sieht auch in einer, ich glaube, man hat das, glaube ich, in der Zusammenfassungsmatz auch kurz gesehen. Man sieht auch die Szene, in der die kleine Evelyn, die dann quasi in ihrer normalen menschlichen Gestalt an Land gespült wurde, nachdem der Tanker da havariert ist, siehst du, wie Jake Baker sie ins Haus trägt und sich um sie kümmern will, wo alle noch echt normal sind. Also die ist wirklich, die ist ein physisch real existierender Mensch, die ist schon da. Die ist aber gleichzeitig, ist sie quasi äußerlich nur ein Mensch, aber in Wahrheit ist sie eben so eine gezüchtete Biowaffe. Genau. Aber die ist jetzt kein Cyborg, die ist keine Illusion, die ist schon da. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es dann, also es ist wahrscheinlich inhaltlich noch mal erklärt, ob es dann vorher ein normales Mädchen in Anführungsstrichen gewesen ist, das befallen wurde, oder ob es wirklich dann der Pilz ist, der sich zu einem Mädchen formiert hat. Das weiß ich auch alles gar nicht mehr, das ist schon ein bisschen lange her. Ist eine Menge drin, dafür, dass man eigentlich denkt, man landet jetzt hier in so einem Texas Chainsaw Massacre. Ja. Ja, für den langen Teil des Spiels zumindest, also ich bin da auch bei Wolf, gerade so in VR, wenn du in der ersten Hälfte unterwegs bist, in den verschiedenen super Häusern geil. Oder so, das ist auch eine Sache, die mir so ein bisschen bei 8 abgegangen ist, weil da VR noch nicht geklappt hat, wobei ich mir da auch schon ein bisschen Sorgen mache, wenn das da mal reingepackt wird, so enorm hoch wie der Action-Quotient und die Bewegung der Kamera ist, ob ich das dann durchstehen würde oder nicht. Da ist Teil 7 noch ein kleines bisschen dezenter, aber war es sehr schön, wenn du mal dich wirklich hast in die Stimmung fallen lassen, und Hillbilly Horror haben wir erwähnt, so eine kleine Sache, die Kitchen-Demo, da hatten wir ja auch drüber gesprochen. So ein bisschen diese Ghost-Hunter-Geschichte, das fand ich ganz lustig, dass das so als kleiner Gag nochmal aufgegriffen wird. Ich meine, ihr habt bestimmt auch dann Filme im Kopf, aber da gibt es ja diese 3-Milliarden-Serien, die dann auf TLC oder sonst wo dann drauflaufen. Hast du es auch gehört? Oh Gott, ja, nein, ja. Lass uns schnell hingehen. Ich habe sowas schon mal live mitgemacht. Ja? Auf der Queen Elizabeth 2, die liegt irgendwo in L.A. im Hafen. Okay. Und da kannst du ja essen gehen und so weiter, das sind Restaurants. Und da gibt es aber auch halt so Geistertouren. Voll geil. Und wir sind, glaube ich, was war das? Im Rahmen eines Conjuring- oder Insidious-Films sind wir, glaube ich, mit so einem Geisterführer sind wir durch die einzelnen Stationen des Schiffes gegangen, an denen immer mal irgendwie schreckliche Dinge passiert sein sollen. Hatten noch so, wir haben sonst noch so kleine billige Geräte in die Hand gegeben, mit denen wir irgendwas hätten messen können. Er schlägt aus. PKE-Meter. Einfach so ein Gerät, was du auch im Physikunterricht benutzt. Ja, ja. Pack einfach mal ein Rohr in die Wand und dann ist Metalldetektor. Ja. Funktioniert auch schon. Dann sind wir aber da in so eine Art ehemaliges Schwimmbad auf dem Schiff gegangen. Und das war schon geil. Also wirklich, das sah schon scheiß unheimlich aus. Wie viele Geister hast du gefunden? Ich glaube, ich habe einmal was gehört. Sie haben uns irgendwann mal innerhalb eines großen, ich glaube, damit ist es bewiesen. Ja. Es war so ein riesen
Flutraum, so ein Stauraum, keine Ahnung, also so ein etwas größeres, also ein etwas größerer Bereich des Schiffes. Da hatten sie dann so eine kleine Kammer eingerichtet, in der sich eine Art Richtmikrofon befunden hat mit mehreren Kopfhörern. Und mussten wir uns halt an dieses Richtmikrofon stellen und mussten dann halt Kopfhörer aufsetzen und horchen, ob da draußen irgendwas existiert. Hört nur, ich glaube, ich rieche was. Ja, genau. Aber das war schon spaßig. Ja, ja klar, also wenn du selber dran teilnimmst, wahrscheinlich, ich habe irgendwie eine nicht zu erklärende Abneigung diesen Geisterformaten gegenüber, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die da drin aufgehen. Weil du glaubst, es ist alles Humbug oder weil du dich nicht Ich glaube nicht, ich weiß ja schon, das ist alles Humbug. Das ist ja eben, wenn das gerade in diesem Kontext präsentiert wird, ob du jetzt ein Gläubiger bist oder nicht. Du weißt ganz genau, das sind dann eben die Geschäftemacher, die genau auf so leichtgläubige Leute abzielen und bauen dann sich ihre Karriere auf wir gehen los und brechen in alte Häuser ein und tun so, als ob was hier abgeht. Und ich kann mich davon auch nicht mal im Unterhaltungsfaktor irgendwie mitnehmen lassen. Das klappt bei mir überhaupt nicht. Ja, das ist leider so ein bisschen das Problem. Ich fände es super geil, ich würde es ja abfeiern, wenn es auch nur wirklich den leisesten Hint gäbe, dass da wirklich irgendwie was Paranormales am Start ist. Aber ja, es gibt auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine wissenschaftliche Organisation hat schon vor so und so vielen Jahrzehnten sehr viel Geld ausgelobt, wenn irgendjemand wirklich zweifelsfrei beweisen kann, dass da irgendwie was so, und bis heute hat niemand dieses Geld. Das ist genau von das daher, Gleiche. So, auch wenn ich weiß nicht, bei Netflix, ich sehe welche Dokus, unerklärliche, mysteriöse. Nee. So, also nur weil keiner die Erklärung hat, heißt es nicht, dass die Erklärung wahrscheinlich dann aber irgendwie echt öde und langweilig ist. Also das kickt mich auch nicht. Ich weiß, dass da nichts ist. So. Der Satz, den ich nicht mehr hören kann, ist, manche Anhänger der Präastronautik glauben. Ja. Weißt du, was du bestimmte Sendungen geschaut hast? Erich von Däniken noch mal. Ja. Aber ist das der Found-Footage-Anteil, den du, sag ich mal, genannt hast? Ja, zu einem Teil. Ich habe da noch mal einen kleinen anderen Clip rausgesucht. Also Found-Footage wird da natürlich auch noch mal zitiert, gerade im Zusammenhang mit denen hier, dass du auch innerhalb des Spiels häufiger mal mit Videotapes zu tun hast. Was ganz cool gelöst wurde, fand ich, dass dann auch spielbare Sequenzen gewesen sind, wo du quasi das reinmachst, nicht nur dann Cutscenes hast, wo du was gucken kannst, sondern diese Videotapes dann auch noch mal erlebst. Und hier sehen wir zumindest, dass diese beiden Teile mit verknüpft wurden. Das ist auch schon Blair Witch, ne? Ja, das ist eindeutig Blair Witch. Ja, ich meine, mit den Videotapes, ne? Wer hat das Videotape da in die Küche gelegt? Ja. Warum liegt das da rum? Aber gut, das sind so Videospielmechaniken, die darf man, glaube ich, nicht so hinterfragen. Aber da muss ich jetzt aber auch schon einmal feststellen, dann geht Resident Evil aber wirklich in die Vollen, ne? Also du hast den Hillbilly-Horror durch jetzt Texas Chainsaw Massacre und Hills Have Eyes. Du hast sowas, ja. Du hast noch was geschrieben, dass ja schon auch ein paar Saw-Anleihen. Ja, so zu einem Teil. Wir können den nächsten Clip auch mal gut reinwerfen. Der Sohnemann der Familie ist, glaube ich, wahrscheinlich der sowieso diese Videotapes am ehesten auslegt. Der hat wohl einen Fetisch, so zu kommunizieren über dann Tapes. Hat dann auch quasi so ein paar Saw-artige Spielchen aufgebaut. Ne? Da gibt's so ein paar ganz coole Sektionen. Hier sieht man so ein bisschen das Ende sozusagen, wo er dann mit einem kommuniziert. Und ich habe dir das da aufgebaut, wirst es überleben, wirst es machen. Und natürlich, da kannst du auch nur Saw und vergleichbare Filme so als Beispiel nehmen. Freut ihr euch auf den neuen? Puh, du meinst den Chris Rock? Ja. Ey, taugt der? Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Hier wieder dank Spiral, dem neuen Saw-Film, ist diese Franchise jetzt auch auf 1 Milliarde gekommen, ne? Ja. Aber dafür haben sie auch 700 Teile gemacht. Auch hier wieder, ich muss zugeben, ich bin so ein ganz kleiner Saw-Fanboy. Also ich weiß, dass die Filme wirklich nicht gut sind, um Gottes Willen. Aber ich habe vor einiger Zeit so einen krassen Rewatch gemacht, so von allen bis dahin erhältlichen, also von den eigentlichen Saw-Filmen vor Jigsaw und so. Ey, und ich muss sagen, also nach wie vor, ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß an diesem Film. Ich bewundere ernsthaft die Kreativität, allein immer Sinn dieser abgefuckten Fallen. So. Also das ist es, was mich da, also bis heute tatsächlich begeistert. Deswegen, ich werde mir auch Spiral angucken. Ich glaube nur, dass der mir nicht so viel geben wird, weil, also Bausmann, der Regisseur, hat im Vorfeld schon gesagt, das ist so sein Mainstreamigster, sein zugänglichster. Auch so die erste Szene, die man gesehen hat, so die erste Falle, die fand ich jetzt relativ lame. Jemand hängt an der Zunge und also da haben wir erst schon andere Sachen in Saw gesehen. So, deswegen, ich glaube, der wird mir nicht so wahnsinnig viel geben. Aber ey, wie gesagt, vielleicht werde ich ja auch positiv überrascht. Ich bin übrigens einer derjenigen, ich finde den besten Saw-Film der gesamten Reihe, ich finde Saw 2. Ich mag Saw 2 am allerliebsten. Vielleicht auch deswegen, weil es ein anderes Skript war erstmal.
Die Verzweifelten oder wie der Film heißen sollte. Dann wurde er so ein bisschen ins Saw-Universum gepresst. Aber also unterm Strich finde ich das den rundesten und spannendsten. Und der hat auch echt geile Fallen. Deswegen, also ich will nur sagen, Saw auf jeden Fall ist in Resident Evil 7 auch definitiv zu sehen. Also die DNA. Wenn man es gespielt hat, weiß man auch, welche Szenen das sind. So mit Lukas, der führt dann da wirklich durch diesen Folterparcours und so. Das kommt schon ganz gut rüber. Aber das haben Lukas gehört auch zu den Bakers. Ja, Lukas ist der durchgeknallte Sohn, der, Achtung, wir spoilern die ganze Zeit, der sich als Doppelagent erweist. Er ist zwar auch unter der Kontrolle von Evelyn, arbeitet aber für die Connections. Das ist die große Geheimorganisation, die hinter dem ganzen Wahnsinn steckt, weil, als wäre es nicht alles schon kompliziert und abgefuckt genug, weil Umbrella ist jetzt gut. Umbrella ist jetzt Blue Umbrella. Blue Umbrella. Ja, ja. Und Umbrella hat damit nichts mehr zu tun, vermeintlich. Also bis sie natürlich am Ende sowieso wiederkommen als die Bösen. So, wahrscheinlich sind die Connections auch nur der 7. Tarnname von Black Umbrella. Und Black Umbrella ist Vielleicht kommt's ja irgendwann raus. Obwohl, haben sie schon irgendwann mal angedeutet, dass diese beiden Spiele wirklich nach all dem spielen, was bisher passiert ist? Oder könnte noch die Möglichkeit bestehen, dass das ja eigentlich vielleicht irgendwas ist, was davor stattgefunden hat? Du meinst ein Prequel? Genau, um dann halt irgendwann wieder bei Resident Evil 1 anzusetzen. So storymäßig, glaube ich, haben die auch schon eine Jahreszahl genannt. Also es spielt schon im Hier und Jetzt sozusagen. Mhm. Du siehst auch ältere Versionen von so einem Chris Redfield. Also das ist ja, schon alles nach der alten Lore dann gewesen. Ich weiß nicht, wie alt Chris Redfield da sein soll. Der musste auch schon an die 70 kratzen. Nee, wobei Barry ist jetzt so alt. Ne? Barry ist doch also schon über 70. Also am Ende von Teil 8 muss Chris Redfield so um die 60 schon sein. Ja, irgendwie. Oder ne? sogar 65 vielleicht. Also das macht einen krassen Zeitsprung. Am Ende der Reihe. Ja, ja. Ich meine nicht den Bizeps-Durchmesser, ne? sondern die Jahre. Also wenn Resident Evil 1 vor Resident Evil 7 und 8 gespielt haben sollte, dann muss der in der Zeit sich A, krass verjüngt haben und so dermaßen seine Muckis wieder abtrainiert haben. Also das kann nicht sein, weil mittlerweile sieht er aus wie The Rock's kleiner Bruder. Er hat zumindest, da die ja bei Capcom auch nachdem das Resident Evil 7 Modell von Chris Redfield, der sah ja sehr anders aus, verglichen jetzt mit der muskelbepackten Version aus Teil 5, dass er zwischendurch das da nicht mehr trainiert hat. Und jetzt für den Achter hat er aber wieder dann zugenommen ordentlich an Brustumfang. Also, ja, und auch so das Gesicht ist so. Das Gesicht ist so wieder ausgefüllt. Also ist glaube ich, das war nur eine Phase. Ne? Hm. Da war er auf dem Cycle drauf. Aber ich würde gerne mal auf den Film eingehen, der den Entwicklern so als Hauptinspirationsquelle gedient hat für Teil 7, wenn du ihn nicht ohnehin schon auf der Liste hast. Ich hau's jetzt einfach mal raus, okay? Ja. Was man vielleicht gar nicht so richtig sieht, aber ist The Evil Dead tatsächlich. Das war für die Entwickler die größte Inspiration, weshalb sie in die Richtung gegangen sind, die Resident Evil 7 dann eingeschlagen hat. Um eben diesen Cabin-Flair. Genau, sie wollten wieder primär eine Location, und wie gesagt, das, also später bist du halt noch in so Minen und in dem Schiff, aber erstmal so, um den Spieler abzuholen, ist es quasi wieder eine relativ überschaubare Location. Sie haben deswegen den Splatter-Faktor auch deutlich hochgedreht. Also wir alle haben ja die Szene gesehen, da werden irgendwie Arme abgeschnitten. Auch Ethan verliert ja seine Hand irgendwie nach 6,5 Minuten gefühlt. So. Plus optional den Fuß. Genau, sein Bein auch noch. Und wir erfahren ja dann am Ende von Teil 8, warum das alles möglich ist und so, wie er das geschafft hat. Aber also das auf jeden Fall. Und eben, das war auch ein Grund, dass sie die Ego-Perspektive gewählt haben. Weil also bei Evil Dead gab es ja auch diese sehr berühmten Kamerafahrten. Diese ganz schnellen dann durch das Haus und alles. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt so assoziativ, habe ich das gar nicht so richtig gesehen und habe mir dann den GDC-Talk, glaube ich, von Capcom angeguckt. Und da haben sie also wirklich ganz offen drüber gesprochen, dass wie das war so die Richtung Evil Dead, in die sie gehen wollten. Natürlich dann mit dem eigenen Resident Evil-Spin, ist ja klar, ne? Aber finde ich schon ganz interessant. Aber ist kurios, weil es tatsächlich nicht die ersten Assoziationen sind, die ich jetzt schon anhand dieser Szenen da jetzt schließen würde so oder ziehen würde. Ja, wahrscheinlich, weil du deutlicher eben so wie wir dann, ach, wir erkennen das, okay, Texas, das ist das. Ja. Aber jetzt, wo du sagst, Wolf, ja, das kann man schon dann sehen, vor allem, wenn du dann im Speziellen die Art, wie das dargestellt wird. Und dieses Einzelne eher, dass es eben mit lokalisierten Gegnern eher zu tun hat, obwohl du auch immer auf diese Schimmelpenner dann triffst innerhalb des Hauses, das ist nicht so inflationär wie später im Spiel dann gemacht, wo das mehr wirklich dann in die Action geht. Ich fand es auch wirklich dieses Einzelne, dieses Bedachtere, dieses, wenn dann der Baker durch die Wand durchbricht, oder auch diese Szene, wo der Polizist ist und dann mit der Schaufel dann den Kopf durchgeschoben bekommt. Also das war eine der ganz vielen dummen Szenen. Wenn man sich die Szene noch mal anguckt, ohne Scheiß, bitte sag mir mal, wo Jake Baker, dieser Typ, der so eine riesige Schneeschaufel mit sich rumschleppt, wie der auf einmal so aus dem Nichts
hinter dem Polizisten, der die ganze Zeit so vor dir steht. Und auf einmal geht so das Tor runter und Jack Becker, also wirklich, der materialisiert sich einfach so und rammt dem Polizisten dann die Schaufel durch den Kopf. Alles eine Frage der Perspektive. Das sind so. Versendet sich. Ja, versendet sich. Gut, wir machen einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück und gehen da mal ins Detail bei Resident Evil 8 Village. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Kino Plus Spezial mit Namen Resident Evil Inspirations mit Wolf und mit Gregor. Ja, oh Gott, die Resident Evil. Gut gemerkt. Ja. Ja, und wir haben jetzt gerade Teil 7 schon mal so ein bisschen in die Mangel genommen, haben uns ein bisschen an den, sag ich mal, Vorlagen abgearbeitet, die dieses Spiel, sag ich mal, jetzt mit auf den Weg gegeben hat, um eine neue Ära einzuleiten in der vielleicht Resident Evil-Reihe, Spielreihe. Und jetzt geht's um Teil 8. Und ich sag's noch mal, okay, Teil 7 mögt ihr vielleicht gespielt haben. Bei Teil 8 könnte das vielleicht noch ein bisschen schwieriger sein. Für alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben, aber es noch spielen möchten. Wir werden jetzt wieder knallhart spoilern. Mir ist es ja, völlig zu Recht. Ja. Zu Recht. Ist das dein Jumpscare hier? Ja, warum nicht? Warum nicht? Machen wir sonst zu selten. Deswegen, nur noch mal zur Vorsicht, ne? Alles, was jetzt passiert, könnte euch den Spielspaß vermiesen, wenn ihr dieses Spiel noch nicht gespielt habt und spielen wollt. Ihr seid hiermit gewarnt. Ab jetzt wird's inhaltsreich. Hier ist eine kleine Matz zu Resident Evil 8. In Resident Evil 8 geht es wieder um Ethan Winters, dem Protagonisten aus Teil 7, der am Ende dieses Spieles von Chris Redfield gerettet wurde und mit seiner Frau Mia in eine Art Zeugenschutzprogramm gekommen ist. Die beiden sind nicht nur ins Ausland umgesiedelt worden, Ethan hat auch in der Zwischenzeit eine Spezialausbildung durchgemacht und ist jetzt wesentlich versierter, was Schusswaffen angeht. Die beiden haben auch eine Familie gestartet und ein kleines Baby namens Rose. Eines Tages werden sie jedoch in ihrem Haus überfallen von niemand anderem als Chris Redfield, der dabei nicht nur Mia erschießt, sondern auch das Baby entführt. Ethan nimmt daraufhin die Verfolgung auf und landet in einem verschneiten und sehr runtergekommenen rumänischen Dorf, in dem anscheinend Monster und Werwölfe gewütet haben. Angeführt werden die Ungeheuer von einer religiösen Figur namens Mutter Miranda und deren Kindern in Anführungsstrichen, einer Gruppe von Gestalten, zu dem unter anderem die 3 Meter große Blutsaugerin Lady Dimitrescu gehört. Um herauszufinden, wo seine Tochter steckt und warum Chris Redfield diesen Verrat begangen hat, stürzt sich Ethan Winters mitten rein und stellt sich der Gefahr ohne Rücksicht auf Verluste. So. Fand ich sehr schön. Ab jetzt wird's inhaltsreich. Wie lange sitzen wir hier und labern? Eine Stunde? Naja, gut, ja, aber du weißt, zu Teil 8. Zu Teil 8. Man weiß ja, was gemeint ist. Genau. Ich muss ja auch nicht mal alles erzählen. Ich kann auch mal demnächst ein paar Wörter einfach weglassen. Rest sollen nicht Leute denken. Nein. Aber das Gute ist, dass es immerhin recht frisch ist jetzt hier. Ne? Da müssen wir nicht so sehr im Gedächtnis glauben, wie noch bei Teil 7. Gut, ich muss gar nicht im Gedächtnis glauben. Ich habe mir das alles anhand von Wolfs Erzählung einfach jetzt mal kurz drauf geschafft. So, und jetzt mal, damit ich das mal aus dem Kopf kriege. Also, die Frau, die Ethan im Resident Evil 7 gerettet hat, Mia, ja, ist die Mutter seines Kindes, Rose. Rosemary. Ja. Oh, ja. Aha, zwinker, zwinker. Schieße? Ja, okay. Ja. Der gute alte ein Polanski brauchen wir immer. Mhm. So. Aber diese Mia, die wird am Anfang dieses Spiels von Teil 8, wird sie erschossen. Am Frühstück. Dann wird sie das wirklich? Okay. Und sie taucht dann wieder auf. Und es stellt sich heraus, dass Mia in Wahrheit diese Mutter Miranda. Mutter Miranda ist. Ja. So. Und wer hat jetzt noch mal diese Sporen, diesen Pilz entdeckt? Diese Evelyn. Wer war das? Das war Mutter Miranda. Das war Mutter, damals. Als sie noch ein Mensch war. Ja. Da hat sie das entdeckt. Ja. Okay. Und hat die sich quasi so zu eigen gemacht. Und sie sagt jetzt, sie braucht das Kind von Ethan und Mia. So hast du es zumindest ausgedrückt. Damit sie ihr verstorbenes Kind reanimieren kann, ne? Eva wiederbeleben kann. Eine Hülle dafür hat, um den Geist, dem Äther von Eva Den Äther von Eva. Den Äther von Eva zu vermenschlichen.
Ist Rose nicht so gesehen eh schon ihre Tochter? Wessen Tochter? Miranda? Ich glaube, du kriegst das jetzt einmal durcheinander. Mia und Miranda sind zwei verschiedene Personen. Mia wurde ersetzt durch Miranda. Ah, ja, ja, klar. Also Mia gibt's tatsächlich. Seine Frau, die existiert. Aber die Mia, die in der ersten Szene umgeballert wird, vermeintlich ist eben nicht die echte Mia, sondern Mutter Miranda. Aber das die Kind so an das Kind kommen will. Mhm. Und da springt mir doch schon die erste Frage mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Warum lässt sie sich damit so wahnsinnig viel Zeit? Also wenn sie an das verdammte Kind rankommen wollte, hätte sie, also jede Sekunde hätte sie nutzen können. Also warum wartet sie dann, bis Chris Redfield und seine Einsatztruppe kommen, um das Kind mitzunehmen und sie zu töten, wenn sie nur an das Kind kommen will? Also Ethan, der ahnt ja von gar nichts. So in einer der ersten Szenen musst du dein kleines Baby so in die Wiege legen und machst dich so bereit, mit mir irgendwie zu Abend zu essen und so. Und dann gibt's ja diesen Überfall. Ja, was? Und wenn wir im Nachhinein erfahren, das war die ganze Zeit Mutter Miranda und die wollte permanent nur an dieses Kind. Hätte sie eine Zilliarde Gelegenheiten gehabt. So. Also was, das ist schon die erste Frage. Bitte, also Schröck, bitte, mach doch bitte nicht den Fehler und stelle komplett nachvollziehbare und logische Fragen, wenn es um den Plot zu einem Resident Evil Spiel geht. Ich wollte nur schon direkt in die erste Falle, Mann. Ich wollte nur einfach für meinen Kopf irgendwie auf die Reihe kriegen, warum sie ihr eigenes Kind entführt. Nein, nein, das ist nicht sie. Okay, das ist nicht sie. Wo ist die eigentliche Mia? Die ist immer noch eingekerkert oder schon wieder. Genau, die ist im Laufe des ganzen Spiels wahrscheinlich in irgendeinem Kerker in diesem Dorf. Das ist einfach so ihr Ding, die wird halt einfach gerne eingekerkert, das ist ja ihr King. Okay. Ja, nachdem Mia in Teil 7 eben gerettet wurde von Ethan, man hat sie ja auch gesehen, die war ja komplett durchgeknallt und hat mit der Kettensäge rumgefuchtelt und alles. Auch eine Sache, die wir gar nicht bei Teil 7 besprochen haben. Du weißt ja auch, dass Mia eigentlich eine Agentin ist und freiwillig zum Haus der Bakers gegangen ist. Naja, relativ freiwillig, ne? Ja. Sie war ja zuständig auf dem Tanker für Evelyn. Das war ihr verdammter Job. Genau, ja. Und sie hat quasi, ist dann mit entführt worden und dort zum Teil der Familie geworden. Und gehört Mia zu Blue Umbrella oder zu der anderen? Zu Connections eigentlich. Zu Connections. Ja. Ja. Aber das ist relativ irrelevant für Teil 8. Ja, tatsächlich. Also denn, spielt eigentlich keine Rolle mehr jetzt. Genau, nachdem sie das Kind mit Ethan gezeugt hat und sich dann in den Kerker aufgemacht hat für den Lauf des Spieles, haben wir es eigentlich nur mit Mutter Miranda zu tun. Ihr natürlicher Instinkt. So. Sie hat ein Leben zur Welt gebracht und so wie andere Tiere sich dann zurückziehen, um zu sterben, geht sie zurück in den Kerker. Und wie alt ist Rose zu dem Zeitpunkt? Ein paar Monate, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, okay, ja. Also die Mutter hat ihr paar Monate sehr altes Kind. Hässliches, pausbäckiges Baby, die ist noch nicht so alt. Ja, ich habe gesehen, es gibt so einen Patch, wo man den Kopf von ihm drauf machen kann. Von Chris Redfield, glaube ich. Es kann nur eine Verbesserung sein, ohne Scheiß. Ich hab dieses Baby in Resident Evil 8 gesehen und dachte, holy shit, haben die noch nie ein echtes Baby gesehen? Das sieht so seltsam aus. Das hat so Quadratschädel mit so dicken Hamsterbacken. Aber okay. Jede Eltern findet sie hat, ihr Baby schön. Also ich würde es jetzt gerne, also ich würde es jetzt gerne in halbwegs logisches Konstrukt bringen. Wurde sie Sie hat freiwillig ihr Kind zurückgelassen und ist irgendwo hingegangen und deswegen konnte Miranda die Position einnehmen oder Miranda hat einfach gewaltsam sie aufgenommen? Ich glaube, Miranda hat sie wahrscheinlich entführen lassen. Ah, okay. Ja, ja, klar. Was Wolf ja auch schon gesagt hat, man weiß nicht, wann dieser Austausch passiert ist. Also er muss anscheinend eine Zeit lang vor dem Intro von Resident Evil 8 passiert sein, sonst hätte ja Chris Redfield nicht diese Mission geplant, um sie dann einzufangen. Ja, wobei man auch sagen muss, Chris Redfield könnte gerne ein bisschen kommunikativer sein bei all den Sachen, anstatt, das brauchst du nicht wissen, Ethan. Weil das führt zu Missverständnissen und das ja, ein halbes Dorf umbringt. Ja, allein, dass er Ethan die nicht ganz unwichtige Info mitgibt, die Alte, die ich da gerade weggepustet habe, das war nicht deine Frau. Das ist irgendwie jemand anders. So, weißt du, also das sind ja wie Sachen, das wäre vielleicht, also um weitere Missverständnisse zwischen diesen beiden im Vorfeld auszuräumen, wie du schon sagst, also wäre ganz nett, wenn Chris Redfield wie mal die Fresse aufmachen würde. Aber dann hätten wir natürlich auch kein Mystery, hätten wir kein Geheimnis, keinen großen Plot-Twist am Ende und so. Naja. Aber wir haben eine neue Form von Gegenspielern, oder, wenn ich das richtig verstanden habe? Denn diese Miranda, wie halt auch ihre vier Lords, sind Vampire, oder? Nee. Nicht unbedingt. Nee. Wir haben da den Clip, wo die alle sich mal vorstellen. Ja, so ein Bösewichte-Clip, wo die dann Ethan quasi dann nach und nach sich zeigen. Miranda hat sich so, wenn man sagen, so eine Art Lieutenants oder sowas gebaut. Ne? Also von den ganzen Leuten, die sich dann herausgestellt haben, dass sie kompatibel sind mit den
mit dem Pilz, dass sie die am besten über ihre Kontrolle haben kann. Alle haben ihre Eigenschaften. Du hast da einmal dann die Lady Beneviento, glaube ich, heißt sie, oder? Die dann über Puppen verfügen kann. Du hast einmal auf der rechten Seite siehst du den Heisenberg, der einerseits ein Fable für Hüte und Mäntel hat, wie andere Leute, und dann über Metall verfügen kann. Der hat irgendwie, kann so Metall durch die Luft schwingen lassen. Das ist der Mann mit der Keule, da? Ja. Genau, der Mann mit der Keule. Dieses komische, bucklige Ding, was da durchgelaufen ist. Das ist einer aus Per Anhalter durch die Galaxis, oder? Das ist ein Vogone. Er ist Moreau. Achso, ich dachte, das ist Dr. Moreau, genau. Ja. Dr. Salvatore Moreau, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ja, sieht auch ein bisschen aus wie die Invaders vom Mars von 86. Und natürlich die Vampire, hauptsächlich, das ist unsere Lady Dimitrescu, die, glaube ich, eine Adlige gewesen ist, die eine Blutkrankheit hatte und deswegen gezwungen ist, auch in ihrer Schimmelmonsterform hier Blut zu vertilgen. Und die hat sich drei vampirartige Töchter dann gemacht aus Monsterfliegen. Weißt du richtig, Wolf? Oder? Ja, so ungefähr kann man das sagen, genau. Und die Männer, die dienten quasi so zur Nahrung, also zur Nahrungsbeschaffung. Für die Vampir-Ladies. Die leeren, ausgesaugten Leichen, die siehst du im Spiel als Vogelscheuchen so auf so einem Feld. Also alle Vogelscheuchen, die so rumhängen, und sieht man auch im Titelbildschirm, das sind dann halt die Leichen. Ihrer, das habe ich gar nicht, das hab ich gar nicht gewusst. Da habe ich dran vorbeigeguckt. Okay, die Dimitrescu ist die Dame mit dem Hut auf der linken Seite oder die Dame hinten? Die ganz hinten ist Miranda, ne? Jetzt tu mal nicht, als wüsstest du nicht ganz genau, wie Lady Dimitrescu wirklich ist. Wirklich. Step on me. Du walkst doch jede Nacht vor DeviantArt und mehr muss ich dazu wohl nicht sagen, was? Weißt du, das beste Argument für VR in dem Spiel wäre, einfach mal diese 3,5 Meter hochzugucken dann, ne? Ich sag, die Leute werden durchdrehen. Wenn es davon die VR-Fassung gibt und am besten noch so ein Beglotz-Modus, ohne Scheiß. Es gibt doch den Model-Viewer, ne? So. Wenn man es freigespielt hat. Capcom wird sich eine ganz neue Käuferschaft unter diesen Fetisch-Freaks erschließen. Da ist so viel Kohle zu holen, Freunde. Fragt mich doch. Ne, ohne Scheiß, Leute, ja. Also, und die fahren hart auf Lady Dimitrescu. Und das soll jetzt quasi so eine Mischung aus sein, du hast es gesagt, Lady Bathory? Ja, das haben die Entwickler gesagt, was die Inspirationsquellen gewesen sind. Also Elizabeth Bathory, die historische Figur, ich glaube, die dafür bekannt gewesen ist, dass sie gerne im Blut von jungen Mädchen gebadet hat. Was dann, aber auch, glaube ich, eine Verklärung. Ist natürlich Legendenbildung, ja, da viel mit dabei. Da haben mittlerweile, glaube ich, schon Wissenschaftler das aufgeräumt oder versucht aufzuräumen, dieses Image. Ja, also bei Capcom, so wohl nicht. Bei Capcom ist noch nicht angekommen. Und die haben auch dann gibt es diese eine japanische Legende, du hast wahrscheinlich den Namen davon da nochmal aufgeschrieben. Hasaku-sama. Ja, irgendwie, also eine große, riesige Frau, Geisterfrau, die anscheinend gerne Kinder entführt hat. Ist da so irgendwie eine japanische Legende, die damit reingespielt hat. Und tatsächlich haben sie gesagt, Angelica Houston als Morticia Adams soll eine Vorlage gewesen sein, dass man auch ein bisschen zumindest dran erkennen kann. Aber es wäre die Adams Family wirklich das Letzte, womit ich also Resident Evil assoziiere. Vielleicht haben sie das Bild von Angelica Houston gesehen, ne, und dann gesagt, pack deinen Hut drauf. Ja, ich glaube, die Parallele ist da, dass Angelica Houston als Morticia Adams in den Film auch einmal eine sehr große Selbstsicherheit ausgestrahlt hat. Also die war irgendwie auf eine gewisse Art war sie irgendwie schon sexy, also war sich, glaube ich, so sehr ihrer selbst und ihrer Wirkung irgendwie bewusst, wirkt immer so sehr, sehr selbstsicher, immer so Herr der Lage, die war halt nicht so leicht aus dem Konzept zu bringen, Morticia Adams. Und ich glaube, daran haben die sich ein bisschen orientiert, weil Dimitrescu im Spiel genauso ist. Also die siehst du halt irgendwie oftmals lächeln und sie spielt so mit dir als Protagonistin. Sie ist ja die große Antagonistin und so. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Parallele. Aber so ein Addams Family Resident Evil Spiel finde ich gar nicht mal so schlecht. Das eiskalte Händchen hast du ja auch schon mit drin. Ja, ey, also ich werde hier, guck mal da, so, zack. Denk dir da einen Hut drauf und dann geht das schon. Aber sie hat halt auch eben, geht auch ohne Frau Jukka hat halt eben auch diese Aura, ne? Ja, ja, genau, ja. Und ich glaube, daran haben sie sich so ein bisschen orientiert im Design von Lady Dimitrescu. Ja, dass es dann so enorm abgegangen ist im Vorfeld. Ich meine, die haben den Fokus extra noch mal auf sie gelegt, weil sie natürlich als Figur eine große Präsenz hat. Und andererseits auch zumindest zu einem Teil des Spieles dann im Mittelpunkt steht. Wir haben ja sehr viele Leute, es ist ja nicht nur das Lady Dimitrescu Vampirspiel, was viele Leute sich im Vorab gedacht haben, sondern es ist nur ein Teil des Games. Aber trotz allem, Vampire jetzt nicht unbedingt Usus im Resident Evil-Universum, oder nicht? Ja. Naja, also streng genommen sind es ja keine echten Vampire, ne? Sondern?
Naja, es ist halt diese neue Lebensform, dieses Mischwesen aus vermeint, also erstmal normalen Menschen, die dann aber mit diesem Frühstadium des Pilzes infiziert wurden, den Miranda ja damals gefunden hat. Und wie Gregor schon erklärt hat, so aus den kompatibelsten hat sie halt diese vier Lords gemacht. Es ist ja aber nicht die klassische Ursprungsgeschichte eines Vampirs. So, deswegen. Ja, okay. Und das heißt, ich schwöre dir, 1 Million Leute hacken mit roten Augen und solchen Adern im Hirn, hacken jetzt solche Texte, warum es keine echten Vampire sind. Und wir sollen aufhören, die Vampire zu nennen. Schwör ich. Selbst unter meinem Video kam das schon. Okay, aber. Du hast wohl offenbar nicht verstanden, dass das keine. Ja, doch, aber der Einfachheit halber nennen wir sie Vampire. Ja, aber. Gibt's ja auch eine Szene, wo sie in den Spiegel schaut und sich den Lippenstift macht oder so? Ja, das sind keine echten Vampire. Aber es sind halt Vampire. Die Bildsprache. Die Bildsprache ist da. Eben, aber darum geht's doch. Jetzt lass uns doch mal kurz ein bisschen Genre. Lass mal realistisch bleiben. Bisschen Genrefreiheit walten lassen, ja. Ich meine, wir hatten Zombies, die langsam gelaufen sind und womit alles angefangen hat. Und inzwischen rennen die durch die Gegend wie die Blöden, benutzen Werkzeuge, reiten. In Resident Evil aber nicht. Nee, in Resident Evil nicht. Aber du kannst doch jetzt schon mal eine gewisse Evolution einer, sag ich mal, fiktionalen Filmfigur oder Filmbedrohung zugestehen. So. Also ich meine, immer nur das Gleiche, das wäre ja langweilig, wenn du halt ständig die schlurfenden Zombies hast. Ey, für Millionen von Leuten auf dieser Welt ist Kanon, dass Vampire glitzern. Hm? Ja, jetzt ey, wenn du als kleines Mädchen mit den Twilight-Filmen aufgewachsen bist und die Hand krass geprägt. Ja, weiß nicht, so eine damals 14-Jährige, die wird wahrscheinlich nicht die alten Christopher Lee-Filme gesehen haben und deswegen ein klares Bild von einem Vampir. So, die hat Knoblauch? Ja, what? So, die hat halt irgendwie Edward Cullen kennengelernt und für die ist ein Vampir irgendwie mit ganz anderen Assoziationen besetzt als irgendwie für uns und deswegen. Aber das meine ich halt doch, ne? Also solche Genre-Elemente sind doch im stetigen Wandel. Und warum nicht? Also, ja, dann ist es jetzt halt niemand, der von irgendjemand gebissen worden ist und bei Sonnenlicht verbrennt oder wahrscheinlich machen sie es trotzdem, oder? Es gibt einige Szenen, die bei Sonnenlicht spielen. Kälte, sie mögen keine Kälte. Genau. Okay. Aber guck doch mal, ist doch ein netter Gag. Naja, mir ist es eigentlich wichtiger, so wenn man den Begriff Vampir wählt, dass jeder ungefähr erstmal ein Bild vor Augen hat. So, und du siehst die Tussi im Spiel und natürlich denkst du, die ist eine Vampirin. So. Und das ganze Marketing zielt ja auch darauf ab und deswegen waren alle am Anfang erstmal so komplett überrascht, wie Vampire und Werwölfe im Resident Evil Spiel. So, und dass es jetzt innerhalb der Story so erklärt wird, dass es halt so ein Bio-Gemisch ist und kein echter Vampir. So, wenn man ganz korinthenkackerisch rangehen will, so ja, dann sind es keine Vampire, so nach, je nachdem, wie wir Vampire kennengelernt haben als mythologische Figur in der Popkultur. Aber letztendlich spielt es auch irgendwie auch keine Rolle. So. Aber ich sehe die und ich sage, das ist eine Vampirin, so bums, fertig. Aber vielleicht ist das ja jetzt auch, sage ich mal, so der Startschuss, denn wie ich euch jetzt verstanden habe, gibt es noch eine Menge Leute, die halt schon ein großes Interesse an Lady Dimitrescu haben und sich vielleicht auch das ein oder andere Spiel oder irgendeinen Ableger davon wünschen. Und ja, wir haben vermeintliche, angebliche, eventuelle Vampire und du hast jetzt schon Werwölfe ins Spiel gebracht. Ja. Genau, Lykaner. Ja? Lykaner. Lykaner, sorry, die wurden bei Underworld schon so genannt. Ja, ja, und das ist wahrscheinlich vielleicht so der eheste Vergleich. Das sind ja eher so die Action-Gegner, für mein Gefühl, die durchaus auch mal ein bisschen schneller sein können, in Massen dann auftreten. Die werden, glaube ich, innerhalb des Spieles auch von Heisenberg irgendwie mit angeführt oder zumindest der hat die Herrschaft drüber. Auch mal durchaus mutierte Varianten. Also ich weiß nicht, ob das der jetzt konkret der Krampus kommt da mal mit dazu. Es gibt auch mal große Wölfe, die dann unterwegs sind. Und das Gleiche, was wir über Lady Dimitrescu ausgeführt haben, ich denke, es ist dann eben so, natürlich auf den ersten Blick sagst du Werwölfe. Es ist, glaube ich, nicht der Mythos, dass sie mal dann gebissen wurden und bei Vollmond sich erst verwandeln, sondern auch eine Folge ihrer Experimente sind. Die Entwickler haben sich gesagt, hey, wir wollen Werwölfe drin haben. Wie können wir es sinnig in unsere Welt durch unsere Story mit einbauen? Na, vielleicht ist das ja nur der Startschuss, der Plan für irgendwie den Ausbau. Es ist ja Wachstum und Marken und Universen. Das sind ja so nicht. Werwölfe, Vampire. Das sind so die Schlagworte. Ja. Und vielleicht kann man ja sagen, okay, wir machen jetzt ein Resident Evil, das geht mehr in die Werwolf-Richtung. Wir machen einen Resident Evil, das geht mehr in die Vampir-Richtung. Und natürlich gibt es für die Fans, die halt das schon alles so lieb gewonnen haben, weiterhin auch Resident Evil-Spiele, die halt eher sich so auf dem Zombie- Mythos irgendwie berufen. Hey, Underworld, wenn du das erwähnst, das ist eigentlich, das wurde nicht von Paul W. Sanderson gemacht, oder? Nee, aber Len Wiseman ist nicht unbedingt. Ja, die haben wahrscheinlich Tür an Tür gewohnt. Man muss sagen, aber Wiseman und Kate Beckinsale waren doch auch zusammen, ne? Hat er auch seine Frau in die Filme reingepackt. Und nicht nur das, sie war ja auch mit Scott Speedsman zusammen. Ja. Also dem einen, der einen Hauptfigur. Und das heißt, Herr Wiseman hat seine Frau
entweder mit ihrem Ex Sex vor der Kamera haben lassen oder musste angucken, wie seine Ex Sex mit ihrem neuen Freund vor der Kamera hat. Ich bin mir nicht mehr genau über die... Schröck, alles für die Kunst. Ja, alles für die Kunst. Da kannst du nicht so kleingeistig da reingehen, so. Das ist so, am ehesten so würde ich mir eine Verfilmung von Resident Evil 8 von Paul W.S. Anderson vorstellen. Ja. Ja, ich glaube, das ging tatsächlich in so eine Richtung. Aber ich meine, weil du es gerade gesagt hast, Vampire und Werwölfe, also eigentlich hat irgendjemand bei Capcom realisiert und den Geistesblitz gehabt, ey, wir können so mit Biomutanten-Kram, wir können alles erkennen. Alles. Alles. Wirklich, wenn sie mir sagen würden, da rennt ein Außerirdischer herum und ein Wolfsmensch und das Ding aus der Lagune und also jede einzelne Gestalt aus der Horror-Pop-Kultur kannst du erklären, das hat halt irgendjemand so gezüchtet. Und dann veränderst du den Namen vielleicht noch. Muss ja noch nicht mal wie bei den Lykanern gesehen. Und dann hast du deine Erklärung da schon so. Und es wird immer so ein paar Pedanten und Korinthenkacker geben, die drauf bestehen, so, nee, das ist aber, das sind keine echten Werwölfe, weil es ist keine echte Vampirin, weil blablabla. Aber letztendlich so in der Logik der Serie wird das halt super einfach damit erklärt, dass das irgendjemand so zusammengezimmert hat. Ich würde das auch immer nur in der Logik der Serie sehen. Also, das ist für mich ein Resident Evil Vampir und das ist für mich ein Resident Evil Werwolf und das ist für mich ein Resident Evil Zombie. Der ist ja nicht gleichzusetzen mit einem normalen Zombie. Hey, ich finde, also normal Zombie, aber halt. Guck mal, das Genre, wie du schon so gesagt hast, das ist so breit, das ist so riesig. So, also ich finde es auch total kleingeistig. Also, wenn man sich selbst das Vergnügen daran nimmt, weil man die ganze Zeit drauf warten, ja, das ist aber keine echte Vampirin. Ist doch scheißegal. Also ganz ernst, wen kümmert's so? Am Ende hast du einen dummen, dicken Bossfight und kämpfst gegen so eine mutierte Else und krachst mit ihr noch irgendwie 17 Stockwerke den Kirchturm runter. Und ob die jetzt. Das passiert im Spiel? Echt, ja, und ob die jetzt eine echte Vampirin war, interessiert doch wirklich keinen Schwanz, oder? Also wirklich. Ja, wenn du halt 20 Minuten geschwitzt hast und froh bist, sie erledigt zu haben, nö. Eben, ja, genau. Und darum geht's so. Aber also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube auch, dass Capcom wahrscheinlich so ein bisschen, vermute ich, überrascht davon war, wie gut Dimitrescu ankommen würde. Mhm. Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn zumindest noch ein DLC kommt, wo du irgendwie sie spielst, bevor sie diese Vampirform bekommen hat oder so. Also die Vorgeschichte von Dimitrescu. Also ich bin hier und jetzt setze ich Geld drauf, dass die auf jeden Fall in irgendeiner Form noch mal ja, ey, ohne Scheiß. Also Capcom, die wären ja bescheuert. Die haben quasi ein neues, so in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion so ein neues inoffizielles Maskottchen geschaffen. Das ganze Internet irgendwie ist durchgedreht bei den ersten Bildern von Dimitrescu. Also die werden halt völlig bekloppt, wenn die so eine Figur einfach nach zweieinhalb, vielleicht drei Stunden aus dem Spiel nehmen. Die ist ja der erste Boss, gegen den du kämpfst. Mhm. Und dann ist die auch echt raus. Und die kommt auch nicht wieder. Ich war selber überrascht. Von daher würd's mich sehr wundern, wenn die nicht in irgendeiner Form noch mal gemolken wird. Also die Fans fahren da so auf sie ab, die kommt definitiv noch mal wieder. Und ich sag dir, alles, was die machen müssen, ist, du zeigst irgendwie, was weiß ich, das Ende dieser Figur und dann kommen ein paar Fliegen drumherum und dann ja. Und schon fängt's an. Mehr brauchst du nicht. Ich muss sagen, sollen sie machen. Also. Ja. Und ich meine, ey, guck mal, es kommt schon rüber. So, also. Sieht auch gut aus, finde ich. Sieht gut aus. Die ist sehr ausdrucksstark. Also, ich finde ihre Mimik auch tatsächlich echt überzeugend. Vielleicht der VR-Modus, ey. Ja, ey, wirklich. Also, eine VR-Unterstützung für das Ding, da werden Beziehungen dran zerbrechen. Ja, schwör ich dir. Das schwöre ich dir. Auf einmal sehen ganz viele junge Damen, was sie für einen kranken Fetisch-Alten bei sich zu Hause sitzen haben, der sich jede Nacht auf Dimitrescu bewegt. Ich seh schon beim Doktor, wie haben sie sich die Nackenstarre zugezogen? Ich habe eine Lampe repariert. Ja, oder der Doktor kommt rein, auch Resident Evil gespielt, was? Hey, ja. Klatsch ein. Ja, ja, Herr Doktor. Aber, ja. Aber so. Trotzdem. Wo waren wir? Ja, wir waren jetzt noch mal bei dem falsch angenommenen oder der Falschannahme, sagen wir es mal so, der Falschannahme, dass es dabei um Vampire handeln könnte, weil du noch gesagt hast, ey, das ganze Spiel in einem rumänisch verschneiten Dorf. Das ist so ein bisschen und nochmal irgendwie, ja, Herleitung zu zum Beispiel Tanz der Vampire irgendwie ermöglicht. Also es war zumindest so eine Assoziation, die ich zu Beginn hatte, gerade wenn man dann nach und nach erfährt, eben was der Hintergrund ist, klar, dann hinterfragt man das nochmal, aber wenn du in diesem rumänischen Dorf da landest, komplett verschneit, alles runtergekommen, da leben noch ein paar Leute, aber die trauen sich nicht raus, da hatte ich schon recht starke Tanz der Vampire-Assoziation, ne? Dass es sich im eigentlichen Spiel dann anders darstellt, ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte, nichtsdestotrotz glaube ich, dass bewusst so eine Art Setting genommen wurde, weil es auch ein sehr, sehr klassisches Horror-Vampir-Setting ist. Naja, nach Rosemary's Baby oder Baby Rosemary, sagen wir mal. Baby Rosemary, ja. Ja, wundert es mich jetzt nicht oder würde es mich nicht verwundern, wenn man sich gedacht hätte, ja komm, dann nehmen wir noch den anderen großen Polanski-Horror
Oder Horror, ne? Also ich es ist natürlich was anderes. Ich glaube, wer den Film noch nie gesehen hat, stellt euch ja mehr auf Comedy ein, sagen wir es mal so. Ich muss auch sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ne, man hatte ja immer so das mitgehört, oh, Tanz der Vampire. So enttäuscht. Ist der große Horror, der große Vampirfilm, über den reden alle, auf den können sich alle einigen. Und ich gucke mir den Film an, ich glaube, damals auch im Rahmen des ZDF-Sommerkinos oder so, weil er da gewählt worden ist. Der fantastische Film, glaube ich, da habe ich es gesehen, ne? Ja, also und ich war wirklich, wirklich überrascht, wie albern dieser Film auf mich gewirkt hat. Ja, nicht also, unbedingt, weil er halt von den Kostümen oder Kulissen hat er so her albern wirkt, also unfreiwillig komisch, sondern weil er schon wirklich. Ist ja schon authentisch. Genau. Sondern weil er halt wirklich auch auf Witz und Humor und Slapstick und Albernheiten geht. So, ja, hier der schwule Vampirsohn und so. Ja. Das war natürlich so eine Gag-Vorlage, die wurde sehr gern verwandelt. Bis aufs Ende, ne? Das Ende ist dann wieder so richtig. Das Ende und genau das meinte ich halt. What? Ja, wo ich auch dachte so. Alter, was? Er wird jetzt gebissen, der Professor vorne kriegt es nicht mit und so. Ja. Und jetzt ziehen die da in den sicheren Weltuntergang. Ja, schon derbe. Ja. Das steht schon sehr im Kontrast zu dem lustigen, ulkigen, was man halt vorher gesehen hat. Aber es ist halt irgendwie was, also ein ganz ikonisches Setting, ne? Also wie wir es gesagt haben, das verschneite Dorf irgendwo in Rumänien und darüber thront dann so das Schloss am Horizont und alle Dorfbewohner trauen sich nachts nicht mehr raus und jeder weiß, was da passiert, aber alle reden nur so im Flüsterton drüber. Also da hat sich Resident Evil Village auf jeden Fall dran bedient, aber am Tonfall jetzt nicht. Ja, also, ne, das ist jetzt. Könnte ich mir auch wobei ich sagen muss, das ist auch ein Unterschied zu Teil 7. Ich finde, Teil 8 hatte weitaus mehr Humor. So, also allein durch die sehr skurrilen und abgedrehten Situationen, in die du geworfen wirst. Also ich glaube, man. Village ist so ein Spiel, da tut man sich, glaube ich, sehr schwer damit, wenn man das so richtig ernst nehmen will. Also so richtig bierernst. Naja, also du hast jetzt eben gerade nach Werwölfen und Vampiren noch mal eine andere Kreatur reingeschmissen, nämlich hier Creature from the Black Lagoon. Ja. Oder wenn du Fischmensch, hast du irgendwas gesagt. Ja, so. Ja. Es wirkt für mich einmal wie eine Geisterbahn, so als würden sie halt einmal. Geisterbahn, genauso würde ich Resident Evil 8 bezeichnen. Das ist eine Horrorachterbahn. Ja, ne, als würden sie halt einmal die Leute einladen, so ein bisschen. Durch das, was wir alles an Angstkino, sage ich jetzt einfach mal, kennengelernt haben über die Jahre hinweg, dass man das einmal so kennenlernt. Also das haben die Entwickler tatsächlich so gesagt. Die haben nicht das Bild einer Geisterbahn benutzt, sondern eines Horror-Theme-Parks. Im Prinzip wie, also du betrittst so ein großes Gelände, so einen großen Freizeitpark und in jeder Ecke ist quasi so eine andere Area, die so ein anderes Thema hat. Aber genauso hat es sich für mich beim Spielen auch angefühlt. Gruselworld. Ja. Im Prinzip ist es Gruselworld, genau. Du bleibst nie so richtig ganz lange so und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das Spiel irgendwie so hektisch ist in der Story. Aber du wirst schon zügig, wirst du dann quasi von einem Setting zum nächsten geleitet. Du hast zwischendurch natürlich noch also genug Zeit, das Dorf zu erkunden und schließt immer mehr Abkürzungen und so weiter frei. Aber so von der Story her wirst du quasi echt so von einer Ecke zur anderen gejagt und diese Ecken unterscheiden sich dann immer alle komplett. Also sehen völlig anders aus, haben jeweils immer andere Bossfights. Also von daher ist so das Bild eines von Gruselworld ich schon ziemlich passend. Ja. Haben wir den Fischmensch? Ja, den haben wir hier, den Moro. Ach, der Moro ist der Fisch. Ja, genau. Das ist so ein bisschen so eine Amalgam. Hier sehen wir seine Fisch-Version sozusagen. Also wir haben auch noch gleich einen anderen Clip, wo wir sehen, wie er sich normal da äußert. Hier natürlich eine direkte Referenz nicht nur zu Filmen. Ich glaube, The Host wurde da auch noch mal so ein bisschen genannt. Aber Resident Evil 4 hat es natürlich auch die große Fischkreatur, mit der du gekämpft hast. Da wurden die Spiele wieder mal ein bisschen zitiert. Moro selber, er soll auch. Ist das dein Gameplay? Bist du da gestorben? Ja, bin ich. Das kann passieren. Ja, da sehen wir ihn aber auch noch mal ein bisschen konkreter. Was ist das jetzt? Das ist Moro. Das ist Moro, in seiner normalen Form. Okay. Genau, ne? Das ist so ein bisschen eine Amalgam, weil Moro haben sie nicht unbewusst gewählt, den Namen. Der, ich glaube, laut den Dokumenten, die man da findet, hat er auch Experimente dann gemacht mit diesen, wie hieß die noch mal, Wolf? Diese kleinen Symbionten da? Genau, die kleinen Symbionten. Ja, so hießen sie. So in einem Glas kleine Symbionten, die Leuten eingepflanzt wurden. Also der macht auch Experimente mit Menschen sozusagen. Ja, diese, Kado hießen die. Und dazu aber hat, ja, ihm hat der Pilzbefall nicht so gut bekommen. Und er ist so ein bisschen dann nicht gerade mit der Schönheit ausgestattet worden. Hat eine sehr große Loyalität Mutter Miranda gegenüber. Und kann sich in das riesige Fischmonster verwandeln, was sich dann aufknuspert, wenn du, wie ich, diese Katze nicht vernünftig dann überstehst. Ja. Oh, er sieht schon ekelhaft aus, muss ich sagen. Ja, also vom Design her, muss ich auch sagen, ist Village auf jeden Fall echt ganz vorne mit dabei. Ich finde, die eigentlichen Bossfights an sich, die haben ihr Potenzial nicht ganz ausgeschöpft, gerade so zum Ende hin. Aber zumindest optisch sind die alle echt so sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also Ist er jetzt tot? Nein, dann jetzt verwandelt er sich in das große Fischmonster. Ah, okay. Ich zeig dir, was ich kann, Mutter Miranda. Aber Moro,
Ich habe mir aufgrund von, wie heißt der? Lost Souls oder Lost Journey? Diese Dokumentation. Richard Stanley Doku. Von Richard Stanley. Muss man jetzt auch mit Vorsicht behandeln, den Herrn, ne? Also, abseits von all dem, was er privat gemacht hat, ich verurteile das, will ich nichts mehr zu tun haben, aber ich habe mir halt diese, kennst du die? Ja, ja. Ja, ich fand das großartig. Also, also faszinierend einfach zu sehen, wie dieses Projekt aus dem Ruder läuft. Wer dafür, das sind doch mal die geilsten Geschichten jetzt. Ja, wirklich, ja. Wer redet über den Film an sich? Ich habe mir den Film dann im Zuge der Dokumentation noch mal angeguckt, ja, und boah, schwer zu überstehen heutzutage, finde ich. Er ist gar nicht mal so lang. Er ist wirklich gar nicht mal so lang. An. Aber er fühlt sich an. In meiner Erinnerung ist er auch 3 Stunden lang. Und dann ist er halt auch so wirr, ja. Also du merkst halt wirklich dann anhand der Doku noch mal ganz deutlich, wo da die Probleme waren, wo da irgendwie Drehbuch und Vorstellung des Regisseurs so komplett auseinandergegangen sind. Die Insel des Dr. Moreau sprechen wir über. Genau, DNA, die Insel des Dr. Moreau mit Val Kilmer und Marlon Brando. Ja. Die beiden Combo, ey. Die beiden Menschen, die maßgeblich am Scheitern dieser Produktion beteiligt waren. Der wollte unbedingt diesen Eimer auf den Kopf tragen. Nicht nur das. Der dreht den Film nicht, wenn er diesen Eimer nicht auf den Kopf tragen darf. Mit seinem Kollegen, den er mal bei sich hatte. Genau, Kollegen, den er, und dann sagt er noch so, hier, Stanley, Richard, ich habe da diese Faunfedern gesehen. Wäre doch ganz cool, wenn ich die irgendwie so hinter mir. Und weil es Marlon Brando ist, dann sagst du ihm nichts mehr. Hast du. Nein? Ey, und dann schickt der wirklich einen los, der diese Faunfedern sogar noch findet. Und du siehst sie vielleicht wie viel Mal im Film? Zweimal? Zwei, vielleicht. Ja. Also, also wer die Doku noch nicht gesehen hat, Lost Souls, ne? Ich glaube Lost Souls. Oder Lost Journey. Ich bin nicht noch. Nee, ich glaube Lost Souls. Oder habe ich eine falsche Assoziation mit Tortured Souls? Ich glaube, es war Lost Souls, ja. Ja, kann man sich unter anderem umsonst angucken auf archive.org. Da ist sie erhältlich, allerdings nicht allzu guter Qualität. Und trotzdem, meiner Ansicht nach, trotz allem sehenswert. Ja, ja, definitiv, ja. Das sind auch immer die spannendsten Geschichten. So, ist alles gut gelaufen, alle haben sich super verstanden, will doch keiner sehen. Was ist das für eine Story? So, Lost Soul, The Doomed Lost Journey. Lost Soul, genau. Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Ja. Geil. Also ich glaube, wenn du durch so eine Schule gehst als Filmemacher, dann kann dich danach so schnell auch gar nichts mehr erschüttern. Ja, dann kommt Nicolas Cage und Color Out of Space. Gut, wer weiß. Ich fand den ja ganz gut. Wollen wir noch ein paar Sachen reinwerfen? Ja, ja, klar. Nein, lass uns über Color Out of Space. Also, wir haben über ein Baby gesprochen, lass uns über ein anderes Baby sprechen, was auch mit da war. Eine sehr interessante Sequenz, die so am ehesten mich an Resident Evil 7 erinnert hat, weil sie so ein bisschen reduzierter, ein bisschen rätsellastiger gewesen ist, wenn man in das Haus von Lady Beneviento dann einsteigt. Und es gibt eine Verfolgungssequenz mit einem riesigen Monsterbaby, was dich dann sozusagen jagt. Ich hab's nicht zu gut einfangen können, weil meistens ist es in den Schatten und man versucht davor zu fliehen, sich in Schränken zu verstecken. Hier sehen wir so ein bisschen das Ende, wo wir gerade im letzten Moment die Flucht dann annehmen. Aber natürlich ein Monsterbaby. Hast du schon recht viele Filmvorlagen, die du nehmen kannst. Am ehesten musste ich an... Obwohl das natürlich ein riesiges Monsterbaby dann ist. Ne? Meistens sind sie in den Filmen für mein Gefühl eher so ein bisschen kleiner. Sieht eklig aus, oder? Ja. Sieht geil aus. Ey. Also das ist möglicherweise die einzige Stelle, die wirklich so ein bisschen creepy ist im Spiel. Der Rest ist halt... Oh, schade. Okay. Ja. Also das ist, also wenn man jetzt auf Horror oder auch nur auf Grusel aus ist, dann kann ich schon nachvollziehen, warum man mit Village nicht komplett glücklich ist. Denn also gruselig ist da jetzt wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel. Auch am Anfang, so das erste große Setting ist ja das Schloss mit Dimitrescu und so. Und das ist schon stimmungsvoll, das sieht geil aus. So, also das wirkt alles überzeugend, so die Architektur, tolle Lichtschatteneffekte, alles geil, aber gruselig ist es jetzt nicht unbedingt, ne? Und also dann dieses Baby ist für mich so der einsame Höhepunkt und danach geht's halt irgendwie eher actionbetont weiter. Aber ich muss auch sagen, also mich hat die Baby-Szene auch gekickt, weil wir haben es gerade in der Matz auch nochmal gehört, ich finde das Sounddesign davon so geil. Ja, das ist also nicht nur das eklig aussieht, das ist immer das Glucksen, das Kichern im Hintergrund. Genau, und die ist leicht verzerrt, also wenn die Stimme am Ende so kippt, so ich finde das so. Das ist für mich ein schöner Beweis wieder dafür, dass das Sounddesign im Horror oftmals wichtiger ist als das, was du siehst. Du kannst auch viel im Dunkel verbergen, aber wenn es sich scheiße anhört, dann kommt einfach nichts rüber. Ja, da wären wir jetzt zum Beispiel über eine Referenz, die du auch genannt hast, kurz einmal. Dead Space würde ich jetzt noch mal in den Raum schmeißen, das erste. Hammer. Vom Sounddesign finde ich immer noch nach wie unerreicht. Doom 3. Ey, ich spiele heute noch mal Doom 3 Surround. Alter, das ist so geil. Ohne Scheiß. Das ist ein einziges industrielles Gehämmer und Gedröhn. Das ist Hammer. Und weil ich ihn, nachdem wir gestern noch mal telefoniert hatten, weil ich ihn dann gestern Abend noch mal geguckt habe, würde ich noch mal kurz eine andere Referenz reinschmeißen. Du hast gesagt, dass die Töchter von Lady Dimitrescu
dass es menschliche Insekten sind. Ja, da hatte ich eine Assoziation, aber die natürlich dich an, der Film an Candyman erinnert haben. Immer und da muss ich auch sagen, Candyman ist jetzt nicht unbedingt der Film, der so viel zeigt. Nö, das stimmt. Ja, der hat schon, also diese On-Screen-Splatter-Szenen halten sich ja schon in Grenzen. Am Ende ein bisschen mit dem Brustkorb und so. Genau. Aber es gibt ja schon mehrfach Erzählungen innerhalb des Films von Candyman, die halt nur durch irgendeine Geräuschkulisse unterfüttert wird. Und zum Beispiel, wenn hier von wie heißt sie? Virginia Madsen, die beste Freundin von ihr, wenn die ja abgemurkst wird. Ja. Das hört sich ja auch richtig Sounddesign, fies an. Ey, ohne Scheiß. Ja. Also da muss ich sagen. Aber Ted Raimi, ey. Ja, gut. Ja, gut, der kommt auch noch einmal vor. Ja, ich weiß. Ja. Aber da muss ich sagen, Herr Rose, das fand ich richtig cool, wie er das gehandhabt hat von dem Sound vom Einsatz, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, und das hörte sich auch echt fies an, genauso wie das Baby. Und wie gesagt, also der Film, also Campus hat ein super geiles Sounddesign. So, ich stimmt, ja. So ein paar Szenen Michael Dougherty Campus, ne? Ja. Ja. Hier Hagazusa, so Hagaz, ja, gut. Diese eine Szene mit dem Baby, oh, wie es klang allein. Oh, man hat nichts gesehen, man hat es nur gehört und das war boah. Ich fand aber auch schon auf der Wiese die Szene. Also von daher Ja. Ist jetzt auch kein klassischer Gute-Laune-Film. Nee. Aber, deswegen, also auch in Spielen, ich finde, Sound ist so unfassbar wichtig in Horror-Games. Ob ein Monster jetzt irgendwie immer komplett fotorealistisch aussieht, so, das, mein Gott, so, es sind halt manchmal irgendwie Videospiele, es gibt mal einen Grafikfehler hier und da. Da finde ich jetzt alles nicht so schlimm, aber wenn fürs Ohr nichts rüberkommt. Also ich finde, dann hat Horror eigentlich keine Chance mehr. So, deswegen würde ich jemals einen Horrorfilm drehen oder ein Horrorspiel machen, irgendwas mit Horror machen. Ich würde es machen wie David Lynch. So, also ich würde mich so dermaßen mit deinen Sound klemmen. So, das ist so wichtig. Wenn das steht, hast du eigentlich schon das Ding fast nach Hause gefahren. Ja, und das wäre eine Sache, die ich tatsächlich die hätte ich gerne im VR das erste Mal erlebt. Ja, mit dem Baby. Mit Kopfhörer drauf. Oh, in diesem Dunkeln, wo du es nur in Schatten siehst, wenn ein Baby da verfolgt wirst. Das hat, glaube ich, die Intensität noch mal drauf gemacht. Und das fand ich auch ganz gut. Ich fand insgesamt sowieso das Pacing, wenn du in die verschiedenen Parts gegangen bist, dass da nach dem eher klassischen Resident Evil Schlosspart mit Rätseln und Türen aufmachen, eben eher dieser Schleichhorror-Part gekommen ist, der auch zum Glück vergleichsweise kurz war, weil ich kann heutzutage nicht mehr, da gibt's ja diese X-Fach-Spiele, wo du dann 10 Stunden spielst und die dann nur aus Verstecken in Schränken bestehen und alles das ist mir dann zu anstrengend. Alien Isolation, eins der langweiligsten Spiele, die ich je gespielt habe. So, Leute feiern das aber nicht, das ist so öde, Alter. Und die nächste Tür, die ich aufmachen muss, dann muss ich mich wieder, dann kommt das Alien auf. Boah. Ja. Ja, und Baby-Horror hier an sich, also ich meine so direkte Beispiele, ich denke an so uralte Sachen, die hieß ja die Wiege des Bösen, glaube ich. Ja, yeah, It's Alive. It's Alive, ne, wo man dann eher ein kleineres Monster-Baby hatte, was einen verfolgt hat, aber wo man auch nicht immer den direkten Blick drauf gehabt hat, sondern eher die Bedrohung dann gespürt hat. Und ich will jetzt sagen, es ist zwar kein Monster-Baby, aber ich musste auch, den habe ich jetzt nicht aufgeführt, aber am Basket Case zu einem Teil denken. Da ist es natürlich der mutierte Bruder aus dem Weidenkorb. Aber Belial ist schon deutlich näher bei diesem Baby. Ist schon näher daran. Ja, und ich meine, Zombie-Babys sind ja auch ein Remake von Dawn of the Dead vorgekommen. Da hast du ja auch dieses Zombie-Baby gehabt, was dann die Augen aufgerissen hat. Also auch das ist ja ein Bild, irgendwie, das wird ja immer wieder mal benutzt, so in gewissen Subsparten. Aber schönes Bild. Also beziehungsweise auch schöne Szene in dem Dawn of the Dead. Ja. Ja, wäre es halt nicht so überdeutlich aus dem Rechner gekommen, das Baby wäre es halt noch geiler gewesen, ne? Aber ja. Es ist halt auch eine andere Zeit. Es gibt Filme, die sind wesentlich schlechter, was solche Effekte angeht. Und das auf stimmt. Den verweise ich dann jetzt mal kurz, weil du hast nämlich auch auf diesen Film verwiesen. Was kommt jetzt? Van Helsing. Oh. Ja, da im Speziellen natürlich. Man muss sagen, und ganz interessant, gut. Da gab es auch noch mal ein schönes, einer der YouTuber, den ich schaue, hat noch mal so eine Retrospektive dazu gemacht. Und ich hatte ihn auch vor ein paar Jahren einfach noch mal des Interesse halber geguckt. Ich kann mich noch dann spürbar an die Enttäuschung erinnern. Ne, weil es hieß, okay, Van Helsing-Mythos und Hugh Jackman, das wird bestimmt ganz interessant. Du hast den Regisseur hier von den Mumie-Filmen. Okay, mal gucken, was draus wird. Und dann ist so der absolute Kokolores dann dabei rausgekommen als Film mit einem ganz, ganz komischen Dracula. Van Helsing ist hier mehr so eine Art James Bond, der von seinem Q aus der Kirche dann hier die Special-Waffen bekommt. Und insbesondere natürlich hier eher so die Bildsprache mal wieder, weil der Look von Heisenberg finde ich schon sehr eindeutig hier bei dem Van Helsing aus der Moderne sozusagen ein bisschen behaftet. Ah, okay. Ja, weil das ist die Assoziation, die ich am ehesten dann hatte, wobei du natürlich auch viel anderes finden kannst hier. Ja, aber ich muss sagen, ich habe mich auch an Van Helsing erinnert gefühlt, so mit dem Dorf und auch so das Interieur des Schlosses. Und also der Film, der ist ja nicht gut, aber wenn man dem irgendwie. Eine der wenigen Filme, die ich vorzeitig
verlassen habe im Kino. Es ging mir irgendwann nur noch auf den Sack. Es ging mir wirklich. Ich habe echt eine hohe Belastungsgrenze, auch was Scheiße angeht. So. Ja. Aber dieser Dracula, der hat mich irgendwann nur noch aufgeregt. Jedes Wort aus seinem Mund war Gift für sowohl meine Augen als auch meine Ohren. Und ich wollte da nur noch weg. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Wirklich, ich hab's nicht. Keine gute Zeit für den Charakter Dracula. War nicht Dracula 2000 auch irgendwie so um die Ecke? Ja, gut. Oh Mann. Das Vergessens drüber gelegt. Ja, Dracula 2000 von Dings hier. Von Wes Craven, oder? Der 300-Typ hier, wie heißt er nochmal? Meint ihr nicht Vampire? Nee, das ist halt John Carpenter. Dracula 2000 war mit hier unserem 300er Hauptdarsteller. Wie heißt Jared Butler. Jared Butler als Dracula in der Moderne. Wo Dracula eigentlich an, Judas gewesen ist. Ja, richtig, stimmt. Ich dachte gerade an Dracula 3D, Entschuldigung. Ich war jetzt ganz warm. Ja. Das ist dieser, also der ist nicht von Wes Craven, aber der wurde von Wes Craven präsentiert. Oder was weiß ich. Wes Craven weswegen man halt immer reingegangen ist, Wes Craven macht Dracula. Ja, ja, stimmt. Aber der ist von Patrick Lussier, wie er heißt. Ja, aber müssen nicht unbedingt auf diese Tangente eingehen. Ich dachte gerade an Dracula 3D. Deswegen. Ist der nicht von Argento? Ja. Ja, okay. Und der hat eine wirklich gute Sache, Miriam Giovanelli. Also ich muss sagen, seitdem bin ich Fan von dem Schaffen dieser Frau. An der Ausstattung hat es bei Argento nie gemangelt. Und auch bei ihr nicht. Ja, wir können zumindest mal, ich habe noch einen Clip hier von Heisenberg aus dem Spiel. Ja, mach mal. Wo wir noch mal reinschauen können. Er hat jetzt nicht die ikonische Brille, glaube ich, da an, wie wir. Obwohl, nee, er hat die Brille und ich glaube, bei Van Helsing hat er weniger eine Brille aufgehabt dann. Aber ansonsten, der Look ist schon recht nah dran. Und sie haben ihm, warum auch immer, dann eben hier so ein bisschen so Magneto-Fähigkeiten gegeben mit dem Manipulieren der. Warum heißt er Heisenberg? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach so, weil es ein Breaking Bad war, glaube ich, eine ganz coole Serie. Die kam bei ziemlich vielen Leuten. Ja, aber genau das verstehe ich nicht. Also, vielleicht bin ich irgendwie einfach zu dumm. Aber also da sehe ich nun wirklich überhaupt keine Parallele zu Breaking Bad. Also, vielleicht eher zum Wissenschaftler oder so, ne? Vielleicht gibt es da ja. Ja, aber dann nimmst du doch nicht das Alias von dem Protagonisten einer der größten Serien der letzten 15 Jahre. Aber war der vielleicht mal ein guter Lehrer oder irgendwie ein netter Mensch, der halt und aufgrund seiner Krankheit dann. Ja, eben. Ich glaube, der wirkt am ehesten wohl. Der war wahrscheinlich vorher auch ein Arschloch, war zumindest mein Gefühl. Also er bietet dir im Laufe des Spiels an, quasi sich dich auf seine Seite zu stellen, weil er eine Revolution gegen Mutter Miranda plant. Deswegen zimmert er in dieser Zombie-Fabrik diese ganzen Robots. Genau, er ist so ein bisschen Frankenstein-Elemente drin, dadurch, dass er dann eben diese Roboter-Hybriden dann herstellt. Ja. Und ich glaube, das hattest du auch noch mal erwähnt, Wolf. Wir haben noch mal die Szene mit dem Ventilatorentypen hier. Ja, genau. Ne, wo es ja auch noch mal ein paar sehr deutliche Beispiele gibt. Ach hier, Frankensteins Arme, ne? Genau, also das ist eine der Kreaturen, die Heisenberg zusammengebaut hat. Ein Typ, der einen riesigen Ventilator vor sich herträgt, der zu blöd war, seine Arme nicht nach vorne zu packen. Deshalb wurden die davon abgesägt, aber wir bauen braucht die schon, wenn man einen Ventilator hat. Und ja, hier sieht man das auch noch mal ein bisschen. Vielleicht hat er keine Arme eben aufgrund des Ventilators. Ja, hat er, genau. Genau, das wurde dann auch ausgeführt. Ein Unfall. Weil es ist ja nicht nur einfach ein Propeller, das sind drei Kettensägen. Das sind nicht Propellerblätter, sondern das sind drei Kettensägen. Und das ist ja auch der große Unterschied zu dem Design von dem Monster aus Frankensteins Army, bei dem der Regisseur dann gesagt hat, dass es eigentlich quasi sein Design war, oder zumindest ist in seinem Film aufgetaucht. Und dann ja, ich habe die Diskussion bei Twitter ein bisschen mitverfolgt. Ja. Haben wir? Und da wird wahrscheinlich jetzt irgendwie, also wenn es dann vor Gericht gehen sollte, keine Ahnung, wird der Anwalt von Capcom sagen, ja, aber guck mal, hier bei dir ist ein richtiger Rotor, bei uns sind es Kettensägen, das ist schon mal ein Unterschied. So. Du musst ja dann immer so ganz spezifisch. Aber ist es wirklich nur der Rotor, an dem man sich da aufhängt? Naja, das ganze Design, ne? Der eine hat keine Arme und der andere schon. Aber ich meine, ich muss zugeben, das ist schon mehr als nur eine oberflächliche Ähnlichkeit. So, wenn du Bilder von denen nebeneinander siehst und denkst schon, okay. Aber jetzt, ne? Okay. Ist vielleicht ein Zufall? Vielleicht haben sie es auch. Also, haben wir aber jetzt schon mehrfach festgestellt, dass da sich Figuren doch schon an gewisse andere Figuren anlehnen und ähneln. Und ja, wir haben ja jetzt zig Verweise herausgearbeitet, die uns an entweder andere Filme oder andere Dinge erinnern. Aber es war so mehr Archetypen, die dann zitiert wurden, ne? Ja, das eben. Ist so ja. Die teilweise auch dann in der niemand hat das Recht an Dracula, so. Aber, aber wenn du im Jahr 2013 so einen Film rausgebracht hast, da taucht so ein Monster auf mit so einem Propellerkopf. Und ein paar Jahre später kommt Resident Evil 8 mit einem wirklich sehr, sehr ähnlich aussehenden Monster. Also da kann ich schon verstehen, da würde ich als Regisseur auch sagen, ey Leute, also da spricht so ein Credit wäre ganz nett, so wenn ihr mal ein Monster zockt für euer blödes Spiel da. Also da spricht man nicht mehr von Inspiration, sondern schon von. Das müsste dann in dem Fall ein Gericht entscheiden. Also wenn das irgendjemand so weit treiben sollte. So.
Also, ne? Ich meine, es freut mich ja für Frankensteins Army. Dass er jetzt noch so ein bisschen Exposure bekommt. Ja, dass er jetzt noch so ein bisschen Werbung bekommt. Ich meine, der Film ist jetzt auch nichts Dolles, ne? Nein, natürlich nicht. Aber ich hab den, wo hab ich den gesehen? Ich glaube, im Fantasy-Film, da ist er. So, und also, ich weiß jetzt nicht, wer. Vor allem ist das ja ein Flugzeugmotor, den er da, glaube ich, vorne dran hat. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, wer da im Recht ist, aber ne, da ist es halt zu Plagiatsvorwürfen gekommen. Hätte man nicht machen müssen, wenn man gesagt hätte, ey, hier, vielen Dank an den und den von Frankensteins Army, alles cool. Ey, vielleicht, wirklich, vielleicht. Man weiß es nicht. Vielleicht haben die den Film ja tatsächlich nicht gesehen. Also ich meine, irgendwie, wenn du so im Setting von so einer Zombie-Robo-Fabrik bist, wo halt so Roboter-Zombie-Mischwesen rumlaufen. Also vielleicht ist dann tatsächlich jemand aus eigener kreativer Leistung auf die Idee gekommen, ey, lass mal irgendwie so ein Typ. Also wenn du Köpfe veränderst bei Figuren, ist es ja sowieso immer gruselig. So, du hast irgendwie Pyramid Head, der hatte den Pyramidenhelm, du hattest den Keeper aus Evil Within. Also dass quasi du eine große, massige Gestalt hast, dessen Gesicht in irgendeiner Art und Weise verfremdet ist, bedeckt ist, dass du quasi kein menschliches Gesicht als Bezugspunkt hast. Das haben schon 1 Million Leute gemacht. So. Und vielleicht dann irgendwie so einen Typen, so einen Propellerkopf aufzusetzen. Vielleicht tatsächlich ist jemand bei Capcom selber auf diese Idee gekommen. Aber wenn nicht, muss ich sagen, dann wäre es tatsächlich irgendwie echt eine Geste der Fairness, irgendwie den Regisseur zumindest mal irgendwie für die Inspiration sich bei ihm zu bedanken. Ja. Wär schon eine Cola auszugeben. Ja, ich mein, echt so, beim nächsten Treffen. Es ist ja jetzt auch nicht die Riesenfirma, die hinter Frankensteins Army steckt. Die würde jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt gleich mit einer ganzen Flut von Anwälten drohen oder so. Ne? Wahrscheinlich nicht, nee. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Weil letztendlich, glaube ich, also ich würde den Kampf würde ich jetzt auch nicht aufnehmen, ne? Weil Capcom, glaube ich, die können sich schon einen ganz guten Rechtsbeistand leisten. Und da hast du da Bock irgendwie auf so einen jahrelange Prozess. Prozesse, ja, eben. Und am Ende musst du noch die ganzen Kosten tragen, nur weil du gesagt hast, ich habe aber auch so einen Propellertypen gehabt. Ja, ruiniert für den Rest deines Lebens, aber du hattest recht. Danke. Hättest wahrscheinlich 15 Aufträge zwischendurch annehmen können. Ja, aber nein, ich will zu meinem Recht kommen hier. Würdet ihr jetzt abschließend sagen, dass Resident Evil 8 so viele, sag ich mal, Tropes, Filme, Zitate, Verweise beinhaltet wie kaum ein Resident Evil-Spiel zuvor? Ich hätte tatsächlich noch mal, also wenn du vielleicht den letzten, den ich noch vorbereitet hätte, noch mal reinwirfst. Hey, haben wir noch einen, ja, komm, dann machen wir mal. Da machen wir noch, den Puppenhorror dürfen wir nicht unterschlagen. Natürlich. Ja, natürlich. Puppenhorror muss das sein. Das beste Setting im Spiel, finde ich. Genau, da, wo wir mit dem Baby auch unterwegs sind, die Lady Beneviento, die dann ihre Puppe, weiß nicht, hatte sie auch einen anderen Namen noch mal, die Puppe? Ja, die hat einen Namen, der mir jetzt gerade Die Puppe fand ich auch eben schon in der Vorstellungsmatze ziemlich cool. Also genau, die Figur. Also die Puppe noch mal ist da am präsentesten, aber du hast auch du hast so viele verschiedene Puppenhorrorfilme auch in den letzten Jahren, die noch mal dann anders aufgebaut wurden, die hier im Mittelpunkt gehabt. Aber auch, da haben wir noch gleich einen weiteren Clip, den wir noch mal reinschmeißen können. Ich spiele Resident Evil wegen der Story. Aber wer mal Puppet Master gesehen hat, ich finde, wenn dann jetzt hier diese ganzen Puppen auftauchen mit den Scherenhänden, die dich dann Ja, hier, da. Ja, also das ist doch schon recht eindeutig auch, dass da große Puppenhorrorfans mit dabei gewesen sind. Also es ist wirklich Puppet Master. Würde ich auch sagen, ja. Ja, und unter dem Zusammenhang würde ich deine Frage mit ja beantworten. Das ist das zitatreichste Spiel sozusagen ist, wo die mal ein bisschen vom Locker gelassen haben. Nicht, dass die anderen Resident Evil Spiele, gerade 1 bis 6 und die Spin-Offs, die haben sich ja mehr wirklich im Romero-Zombie-Horror so ein bisschen bewegt und ihr eigenes Ding draus gemacht. Aber ab 7 hat so mal ein bisschen mehr dieses Cinematische zugenommen, wo mal andere Einflüsse des Horrors gerade visuell in die Serie mit Einfluss genommen haben. Und Teil 8 für mich gefühlt war so ein richtiges Free-for-All. Ne? Lass mal so viel reinpacken, wie wir selten gehabt haben von vielen verschiedenen Sachen in dem Resident Evil. Ja, bin ich gespannt, wo die Reise dann damit hingeht. Also sie wird ja weitergehen, oder? Also ich denke mal. Was fehlt denn? Was würde in Resident Evil 9 denn jetzt noch fehlen? Ne? Was ist so der Horrortrend? Weltraum? Paranormal Activity. Ey, und ich habe es in meinem Video gesagt und ich meine es auch ernst, ey, ich wäre dabei, ganz im Ernst. Also wenn Resident Evil irgendwann mal in Space gehen sollte, warum nicht, wenn es ein geiles Spiel ist? Vor Dead Space hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal Horror im Weltall gruselig finden würde. Ich dachte, das ist so ein abstraktes Setting, das hat mit unserer Alltagswelt nicht viel zu tun. Ich werde das nicht unheimlich finden. So. Ich werde mich vielleicht mal erschrecken, weil mir irgendwas ins Gesicht springt, aber die Situation, das wird mich emotional jetzt nicht packen, weil ich arbeite nicht auf dem Raumschiff. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, da oben zu sein. Aber ich habe Dead Space gespielt und alter Schwede. Also ich glaube, das
wird jeder noch bestätigen können, so, du hast halt permanent diese Beklemmung, diese Anspannung. Anspannung, ja. So, also von daher, das klingt irgendwie erstmal lustig, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man, wenn man wollte, ich glaube nicht, dass die Serie das braucht, aber wenn man wollte, könntest du, glaube ich, auch ein Resident Evil tatsächlich irgendwie im Weltraum machen. Ich glaube aber nicht, dass es in die Richtung geht, weil ich denke, also da muss irgendwie auch den abgefahrenen Japaner bei Capcom klar sein, dass das irgendwie so gefühlt ist, das so eine Schwelle. Wenn du die einmal überschreitest. Ja, genau, also davon kommst du, glaube ich, sehr, sehr schwer zurück. So. Aber also entweder du bist wirklich so König der Welt, kannst machen, was du willst, so Christopher Nolan im Spiele, so Sektor, da kannst du wirklich machen, was du willst. Oder du bist halt komplett so ganz unten, wurdest nach unten durchgereicht und dir fällt nichts anderes ein. Also deswegen call all in und wir gehen in Space. Weil ich glaube, dazwischen gibt's nicht so viel. Aber wenn ich euch verstehe, ist es trotzdem auch in eurem Sinne, dass man eher wieder die Storylines ein bisschen zurückfährt, das Setting wieder ein bisschen kleiner macht, die ganze Dimension einfach wieder zurückschraubt und nicht unbedingt alles mit reinballert. Weil, wenn ich euch jetzt beide richtig verstanden habe, ist der Anfang von 7 bisher das Beste zwischen bei 7 und 8 so, ja, oder? Von dem, was man als Horrorfan sich so wünscht, also ich bin auch voll dabei, dass ich eher sowas gerne wie 7 am Anfang haben möchte, so ein bisschen das Reduzierte, mehr auf Stimmung, vor allem den Grusel nicht runterdrehen, wobei das ja anscheinend wohl ein expliziter Wunsch von vielen Fans gewesen ist, warum Resident Evil 8 auch mehr ein bisschen in diese Action-Richtung gegangen ist und wenn das der Erfolg ist, den Capcom damit hat, es hat ja auch Spaß gemacht. Ich persönlich würde so ein, ja, lass dich auf was konzentrieren und geh mehr auf die Stimmung als Horrorfan, nehme ich sowas dann auch lieber mit. Mich würde halt mal, ich weiß nicht, das ist natürlich alles immer ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und natürlich ist man so einer gewissen Tradition ja auch verpflichtet. Man muss irgendwie gewisse Elemente drin haben, um halt dann auch wirklich ein Resident Evil-Spiel zu sein. Aber jetzt haben sie halt den T-Virus mit einer Pilzinfektion ersetzt. So. Du hattest den G-Virus, gab's auch schon. Den C-Virus nicht vergessen, den Teil 6. Ja, also du hattest schon diverse Viren. Der Pilz ist jetzt auch schon. Oder heißt der Pilz nicht in Teil 7 wieder nicht? Ja, Myomycyte irgendwas. Myomycyte, aber wie auch so E-Virus oder E-Pilz und deswegen E wie Evelyn oder so. Ich glaube, irgendwas mit E wird da auch schon. Okay. Also, Alphabet hat noch ein paar Buchstaben. Aber jetzt wäre es da nicht eigentlich mal an der Zeit, so, ne? Auch jetzt nun mal mit der aktuellen Weltsituation im Hintergrund, dass man sich vielleicht mal so ein Resident Evil erdenkt. Ja, dass halt auch mal einfach diese Seuche irgendwie mehr ausspielt. Nicht immer nur in Form von Monstern, sondern eben von, weiß ich nicht, eine etwas bodenständigeren Art und Weise der Bedrohung, weil halt eben einfach zu viele Leute auf ziemlich eklige Art und Weise irgendwie sterben oder man muss sich irgendwie Gliedmaßen abtrennen, um halt nicht komplett befallen zu werden oder sonst irgendwas. Also ich sehe bei dieser Serie momentan immer nur höher, weiter, größer, mehr von allem, aber du möchtest einen zurückgenommen. Ja, dass man halt mal, ich denke mir halt nur, wenn man jetzt wirklich schon an der Schwelle ist, wo man sagt, wir haben hier diese Biomutation und wir können alles machen, was wir wollen, dass man halt einfach auch mal sagt, okay, wir gucken uns einfach mal ganz normale Menschen an, wie die halt eben am Rande, nicht als Chris Redfield und Ada Wong und Wesker und was weiß ich, das so miterleben. Und wie das auf die Das war ja so ein bisschen die Ethan-Geschichte so auch. Ne? Ethan sollte ja so mehr so ein Self-Insert von einem selbst sein, ein normaler Charakter, der nicht ein ausgebildeter Marine ist und der ist es mittlerweile in Teil 8 geworden. Ich habe eine Spezialausbildung gemacht, jetzt kann ich mit Schusswaffen. Ja, aber wenn ich richtig verstanden habe, ist Ethan ja halt einfach jetzt auch erledigt, vorbei, die Geschichte ist abgeschlossen. Aber und es bleibt auch so. Und ja. Genau, du hast aber ich glaube, mit dem 9. wird dann die Gesamtgeschichte sozusagen abgeschlossen. Da sind ja noch ein paar offene Punkte auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass sich für Teil 9, der natürlich kommen wird, also wie machen wir was vor, natürlich kommt irgendwann Resident Evil 9. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt noch mal komplett vom Tonfall oder von der Ausrichtung her noch mal ändern. Das glaube ich nicht. Also ich glaube eher, sie bleiben auf dem Weg? Sie bleiben auf dem Weg. Und in meinem Video habe ich darüber gesprochen, so, ich fände es cool, wenn du quasi zwei Geschichten siehst. Einmal von Chris, der am Ende von Teil 8 düst er ins Hauptquartier von Blue Umbrella ab, um zu checken, was da eigentlich abgeht. Weil die Soldaten, die ihm zur Unterstützung fürs große Finale von Teil 8 geschickt wurden, am Ende siehst du, das sind irgendwie auch keine echten Menschen, das sind auch so Biowaffen. So, und jetzt, ne, bei jedem Resident Evil-Fan schrillen die Alarmglocken, das ist im Prinzip wie früher schon wieder, so wie alles angefangen hat. Deswegen ist er unterwegs und checkt da, was da Phase ist. Und wir haben halt diesen Zeitsprung und sehen die kleine Rose mit 15, 16? Ist das ein Zeitsprung? Weil ich kann natürlich nicht sagen, vielleicht ist das so eine Art typische Sache von wegen beschleunigtes Wachsen oder so, ne? Vielleicht ist es auch nur eine kurze Zeit vergangen. Das ist möglich. Also zumindest ist Ethan schon beerdigt und sie besucht das Grab und es wirkt so, als hätte sie es auch schon ein paar Mal gemacht und arbeitet jetzt offenbar
mit Blue Umbrella zusammen. So, und meine Theorie ist, dass aber dadurch, dass sie ja kein echter Mensch ist, oder nicht komplett ein Mensch, dass sie vielleicht noch die Einflüsse sowohl von Mutter Miranda als auch von ihrem Vater vielleicht so als widerstrebende Kräfte in sich spürt und dann irgendwie so allmählich im Laufe des Spiels ihrer nichtmenschlichen Seite nachgibt, wobei sie aber eben nicht zum großen Super-Duper-Bösewicht wird, weil das ganz schön öde wäre, das hat man schon 1 Million Mal, sondern sie probiert nach wie vor auf der guten Seite zu stehen und das Erbe ihres Vaters fortzuführen. Und gleichzeitig jetzt aber Chris, der irgendwann realisiert, dass er sie stoppen muss. Und so am Ende überkreuzen sich die Storys. So, das ist so die Idee, die ich habe. Aber also, um auf deine Frage einzugehen. Klingt für mich zu plausibel. Ja, stimmt, das würde zu viel Sinn machen. Wir sind hier immer noch bei Resident Evil. So. Ja, also ich glaube, dass. Also das Spiel, das kam ja allgemein hin relativ gut an und ich fand es irgendwie auch sehr cool. Aber ich kann auch nachvollziehen, warum das einige Leute verloren hat, die schon die zweite Hälfte von Teil 7 am Ende zu actionlastig fanden. So, das hat ja wirklich, ne, wie gesagt, wirklich sehr, sehr kleinteilig und auch klaustrophobisch und fast intim hat das ja angefangen und dann am Ende muss Resident Evil halt durchdrehen, so wie immer. Und Teil 8 dreht von der ersten Sekunde an, also wirklich ist alles auf 11 gedreht und am Ende bist du bei 17. So, das ist halt so. Also deswegen muss ich sagen, hatte ich so wahnsinnig viel Spaß mit dem Spiel, weil ich wusste tatsächlich nie, was als nächstes kommt. Also das war alles so herrlich abgedreht und skurril, dass ich über die gesamte Lauflänge war ich irgendwie so bestens unterhalten. Und jetzt aber auch ob der Absurdität. Ja, gerade wegen der Absurdität. Ja. Weil wie gesagt, ich spiele es nicht wegen des Plots. So, ich will jetzt auch keinem, ich will das keinem absprechen, wenn es so Hardcore-Fans gibt, die die Lore wirklich verfolgen und die stecken da voll drin. So, das mag für den einen oder anderen wirklich auch Reiz sein, zu wissen, wie geht's eigentlich weiter mit Chris Redfield. So, ist ein bekannte Figur. So, und ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Aber das hat mich tatsächlich nie gekümmert. So, die Story von einem Resident Evil Spiel. So, ich ja, ey. Die Story von einem Resident Evil Film. Ja, so ungefähr. Also, du weißt wahrscheinlich, weshalb du da im Sitz Platz nimmst und weshalb irgendwie auch nicht so. Und deswegen, also ich glaube, wie gesagt, dass die Entwickler mit Teil 9 die Richtung fortführen. Und die müssen die Geschichte auf jeden Fall fortführen, weil, also ich sehe auf jeden Fall eine zusammenhängende Trilogie. So. Und ich kann mir vorstellen, dass sie danach wieder so eine kleine Zäsur machen, vielleicht. Mhm. Wenn diese Rosemary, Ethan und Mia lebt ja auch noch. So, wir wissen ja auch nicht am Ende, wo ist sie eigentlich geblieben, weil es ein Zeitsprung gewesen sein sollte. So, wo ist eigentlich die Mutter von Rose? Die könnte ja auch vor dem Auto stehen. Oder die Person am Auto könnte sie auch. Also ich muss sagen, sieht aus wie ein Mann. So. Also wenn die mir jetzt sagen sollten, das ist wie Ada Wong oder Mia, würde ich sagen, ist sie das wirklich? Aber okay, Capcom, okay, natürlich ist sie das. So, aber ich meine, ich glaube, auch die Geschichte will ja irgendwie zu Ende erzählt werden. Und ich fände es dann nachvollziehbar, wenn man dann vielleicht irgendwie erstmal noch eine kleine Zäsur macht und dann eventuell nochmal Resident Evil so ein bisschen auffächert. Ja, oder neu denkt. Aber also ich weiß aber, was du meinst, weil ich fand nämlich bei Teil 7 so schön, dass so bis zum Schluss, bis zu den letzten 20. Okay, sagen wir mal 2 Minuten vielleicht, wo du Chris Redfield auf einmal siehst und das Umbrella-Logo, hattest du vorher wirklich nur ganz rudimentäre Verweise auf Resident Evil. Und das fand ich so angenehm, weil dadurch, dass ich halt nicht so ein Mega-Fan bin, kann ich dir das jetzt nicht alles runterbeten, wie es genau dazu gekommen ist und wie, wer und Umbrella und Oswald Spencer und hier eine Insel und da. So, und ich fand es eigentlich ganz nett, dass die mal gesagt haben, okay, so, den ganzen Kram schieben wir mal vom Tisch. So, es heißt immer noch Resident Evil, aber wir erzählen mal eine neue Geschichte. Und alle haben so bei Null angefangen. Das fand ich ganz angenehm. Und das meine ich. So ein und jetzt bei Teil 8 bist du aber schon wieder so, boah, jetzt hast du Mutter Miranda. Und eigentlich ist sie aber schon vor 100 Jahren gestorben. Und der Mitbegründer von Umbrella hat bei ihr gelebt. Und deswegen ist die Architektur von seinem Mansion, ist von dem Schloss. Und dann dachte ich, oh Leute, jetzt macht ihr genau denselben Scheiß wieder. Bleibt doch mal auf dem Boden. Ja, bleibt doch ein bisschen auf dem Boden. Von daher, ich weiß es nicht. Aber für mich müsste ein Teil 9 von der Story her zumindest müsst ihr jetzt nicht noch weiter abdrehen. So, ich finde, da sind Grundsteine gelegt. So, erzählt die Geschichte meinetwegen zu Ende, aber das muss nicht schon wieder in so einem überkomplizierten Resident Evil-Plot-Wahnsinn enden. Ja, wo ein Wikipedia-Zeitstrahl, die erstmal aufmachen muss, um zu raffen, wer ist das jetzt eigentlich und wann, wie? Ach so, nee, hä? Was? Vor 17 Jahren wurde die schon mal mit dem Virus infiziert und deswegen ist es ihre eigene Doppelgängerin und what? Das hatte ich gerade mit Dark, so. Das reicht jetzt erstmal so. Das kann auch erstmal ein bisschen straight weitergehen. Von daher, ich weiß es nicht. Ich hätte so eine Lust auf, von mir aus, so eine DLC-Reihe, so eine What-If-DLC-Reihe. Wenn du halt wirklich die einzelnen Figuren da beleuchtest. Oder wenn es mal zum Beispiel ein Call of Evil geben würde. Jetzt, wo sie eh schon Ego-Perspektive sind. Ist das nicht der Mercenary-Modus? Ja, also einfach mal richtig so ein bisschen umballern irgendwie. Ja gut, aber dann hast du Left 4 Dead bzw. Back 4 Blood so ein bisschen. Ja, genau. Auf Back 4 Blood freue ich mich auch.
Da bin ich mal gespannt. Ja. Gespannt auch, aber. Gespannt bin ich. Das mit den Karten. So. Ja, eine Sache, die ich mir potenziell für den Neuner wünschen würde, ich finde, mit Rose hat man gutes Potenzial mit dem Hauptcharakter, wenn es weiter in dieser Ego-Perspektiven-Umgebung bleibt. Gameplay-technisch ein bisschen was anderes zu machen. Ich denke da ein bisschen sowas wie Scanners oder so, ne? So psychologische Fähigkeiten, Telekinese. Da hat es ja auch ein paar Horror-Games in der Vergangenheit, die das zumindest ein bisschen probiert haben. Sowas in der Richtung, ne? Wäre vielleicht, also. Ich will so haben. Ja, Infiltrationsmissionen irgendwo, keine Ahnung, ne? Also. Ich erinnere mich an den zweiten Teil einer Horrorserie von Sega damals, die aus zwei Teilen nur besteht. Den Namen ich jetzt nicht erinnern darf. Und da war es im zweiten nämlich auch so, dass du auf einmal so Superkräfte hattest und du konntest mit, du hattest irgendwie so eine Verstärkung deiner Stimmbänder, frag mich nicht mehr. So mit so nah Überschall konntest du wie auch die Köpfe zum Platzen bringen. Und riesige Würmer befehligen. Nee, es war nicht geil. Nee. Es war aber nicht geil. Aber das Spiel hatte andere Probleme. Es hatte andere Probleme, ja, aber also. Weil das ist das, was du bei Alien Isolation, sag ich mal, glaube ich, eben bemängelt hast, war für mich da. Ein sehr großer Faktor. Also es hat mich dann irgendwann sehr gelangweilt. Ja, irgendwas mit Psy-Kräften fände ich cool, aber ich glaube, das musst du sehr fein ausbalancieren, sodass die halt nicht mal so gucken. Krass übermächtig ist. Also wenn du quasi permanent über auf Knopfdruck Köpfe zum explodieren lassen könntest, wäre es vielleicht irgendwie auch so ein bisschen öde. Aber ich will jetzt irgendwie auch nicht so ein Psy-Kraftmeter, der sich dann irgendwie füllt und wieder. Nee, also. So du musst immer die Pillen reinschmeißen, ja, genau. Die dann deine Psy-Kraft. Ja, bitte nicht, ey. Nee. Ist fünf Ratten und dann hast. Oder typisch Capcom, du musst ja ab und zu mal irgendwie was Leckeres kochen. Dann ziehst du was rein. Ja, bei acht kannst du dir auch schon wieder Gerichte zusammen kochen, ne? Gut, von bei uns daran, da musst du auch die ganze Zeit kochen. Aber ich sag, das ist das Capcoms-Ding. Ja. Gut. Ey, ihr habt noch über meinen Gag vorhin gelacht, so Resident Evil, so eine Kochshow, Kochspiel. Pass auf, nächstes. Kann's für mich Cooking auch? Zombie, Mama. Kann es für mich auch gehen, wenn es schön ekelhaft ist. Wenn es gut ist, ja. Das ist so das Wichtigste, wirklich. Ob das jetzt krasser Horror Kopf fällt ist. Rein vom Kochen. Oder Action oder Horror und Action. Hauptsache erst es ist Ohr, gut. Ne? Und dann, gut. Das können auch eine Prise Ohr vertragen. Ganz klassisch. Liebe Freunde, ich danke euch. Wir haben jetzt, glaube ich, genug geredet und gequatscht. Gerne wieder mal. Schon genug? Was? Schon genug, wirklich? Ja, ich weiß. Wir sind jetzt schon bei fast Tempus Fugit. Knapp zwei Stunden. Wirklich? Ja. Verdammt nochmal. Shit. Passiert. Ja. Also so haben wir denn wirklich auch alle Filme von der Liste abgehakt? Ich glaube, wir haben alle Filme von der Liste abgehakt. Ich wüsste jetzt nicht mehr großartig. Nicht, dass am Ende wieder das große Wehklagen losgeht. Ja, nein, ich wollte noch das erwähnen und jenes und dies. Aber das können die Evil Zuschauer ja ergänzen, was die denn sich Zauberer denken. Zauberer von Oz wäre jetzt noch so ein Thema, was du noch. Ach so, ja, das habe ich nur. Und Shape of Water stand auch drauf und so. Shape of Water. Ja gut, das waren sehr Kleinigkeiten, die ich dann noch mal reingeworfen habe. Die geflügelten Kreaturen habe ich jetzt nicht speziell rausgesucht. Da musste ich so ein bisschen an die fliegenden Affen denken aus Zauberer von Oz und Fischmenschen und dass Leuten Körperteile abgebissen werden. Das ist ja auch etwas, was bei Shape of Water dann teilweise. Aber Fischmensch war jetzt nur der Moro. Ja, genau. Okay. Also haben wir wirklich alles. Vielleicht noch The Ring. Klar. No? Ja, das hat so Mia aus Teil 7. Ja, genau, das ist so Mia aus Teil 7. Also das kleine Mädchen mit den schwarzen Haaren, was dann irgendwie so das das Gesicht halt verdeckt, das ist irgendwie auch. Und dann so schön nach unten, von unten nach oben. Ist ja, glaube ich, eine Reminiszenz an so früh 2000er J-Horror. Haben sie noch mal rausgekramt. Ist jetzt auch, verdient keinen Originalitätspreis. Nee. Ich wollte es nur noch mal fürs Protokoll erwähnen. Originalitätspreis, ne? Also inhaltlich verdient da, glaube ich, dann wenig, wenn ich jetzt das so richtig verstanden habe, oder? Ja, ich überlege gerade, war in Resident Evil 7 irgendwas so richtig originell? Das ist immer die Grenze, wie spaßig wurde das zusammengebaut, dass du es noch eine Hommage nennen kannst. Das ist immer so dann der Gradmesser. Das habe ich jetzt auch nie in Abrede gestellt. Ich hätte jetzt nur gesagt, originell würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Wenn man jetzt so viele Verweise hat, die schon so offensichtlich sind, wie die Bilder, die wir jetzt teilweise gesehen haben. Originell also, die Serie. Selbst erfunden, ich meine, wir können jetzt diskutieren darüber, ob die Molded, also diese Schimmelpenner, wie originär die sind. Aber ey, ich wette dir, so, wenn wir jetzt jeder mal anfangen zu googeln, nach 7,5 Minuten haben wir bestimmt 10 Beispiele aus Filmen, aus Spielen, wo es so Schimmelviecher gibt. Last of Us zum Beispiel? Ja, oder wobei, die haben hab ich noch, da jetzt ein anderes noch, Bild? Ja, die haben noch, das war auch ein Pilz. Ein anderer Pilz. Ja, und das ist irgendwie auch eine andere Qualität, weil, also, die können echt nicht klar denken, die sind voll wild und so, und bei Resident Evil 7, diese Molded, die sind, also, sie baut sich quasi so eine Art, wie so ein Bienenstock, so, weißt du, wie so einen großen zusammenhängenden Organismus. Also von daher, ey, ich meine nur, also, auch die Molded an sich, die waren jetzt nicht wahnsinnig originell, von daher, ich glaube tatsächlich, Resident Evil hat nichts selber erfunden. Aber wie du schon gesagt hast, Gregor, wenn es gut zusammengemixt ist, so wie ein guter Mix so vom Song, ne? Ja. Ey, wenn es geil und handwerklich solide zusammengemixt ist. Beschwert sich keiner.
Eben, dann ist doch alles fein. So. Und das Gefühl hatte ich auch bei Teil 8. Da wurde auch wirklich sehr, sehr viel reingeworfen. Noch viel mehr als bei Teil 7. Aber sehr professionell, gut gemacht. Ich habe mich nicht gelangweilt. Das funktionierte. Ich hatte Spaß. Und ich bin gespannt, in welche Richtung es weitergeht. Vielleicht macht man ja sowas wie Ants oder das große Krabbeln mit den Moldes. Also nur halt in ihrem Bienen-Ding. Ja, gut. Wäre auch eine Idee. Warum nicht? This Warum is the end. Ja, this is the end. So, das ist das Ende. Das ist das Ende. Jetzt ein bisschen gebraucht. Vielen Dank euch beiden. Ausländer. Vielen Dank, Wolf. Vielen Dank, Gregor. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend oder eine schöne Woche. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.